Heute wird ein entspannter Tag. Hallo! Willkommen zum neuen Stream mit mir in Jojo. Nach den ganzen Aufregungen in den letzten Wochen, einem stressigen Tag, kommt heute mal eine etwas entspanntere Folge. Man merkt es vielleicht auch schon ein bisschen an der Musik. Heißt, ja, ich will heute mit euch Ordnance spielen. Nachdem ich die letzten Male gesagt hatte, ja, Schlacht um Mittelerde, das wird heute ganz entspannt und am Ende mich wieder ziemlich gestresst hat, habe ich auf Steam einen neuen Liebling gefunden. Als Spiel hat man wieder was im Sale ergattert und ich wollte euch das mal ein bisschen zeigen, weil ich leider in den letzten Tagen fast nicht mehr damit aufhören kann. Es ist ziemlich süchtig machend. Ihr werdet vielleicht verstehen, warum? Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Ich muss auf jeden Fall gerade mal noch hier überhaupt den Chat machen. Ja, jetzt sehe ich auch, was ihr schreibt. Genau. Was ist das hier? Das ist Autonauts. Und das funktioniert so ein bisschen ähnlich wie Factorio, wenn ihr das mal gespielt habt oder irgendwie kennt. Da baut man ja so eine Fabrik auf und muss die verteidigen gegen Monster und man produziert immer mehr Kram. Ich produziere auch jetzt hier in dem Spiel ganz viel, aber ich habe keinen Stress, weil mich keiner angreift. Und das ist ganz entspannt. So vom Flair ein bisschen Stardew Valley mäßig, nichts Böses kann passieren. Aber ja, es ist nicht stressig, aber man braucht ein bisschen Köpfchen. Ihr werdet sehen, warum. Aber es ist relativ simpel und wir fangen einfach ganz easy mal an. Ein neues Spiel. Oh, das ist alles schwarz. Das ist normalerweise nicht so. Und zwar, ich glaube, es gibt hier so verschiedene Spielmodi. Beim Siedeln, da muss man nacheinander die Sachen freischalten, das steht da unten rechts in der Ecke. Sag mal, hab nur ich so eine schlechte Qualität auf Twitch? Wahrscheinlich schon. in Frei sind irgendwie schon alle Technologien von dem, was man machen kann, schon einmal freigeschaltet. Bei Kreativ kann man irgendwie alles machen, ohne dass man irgendwelche Ressourcen braucht. Damit ihr das Spiel ein bisschen besser versteht, ich habe ja schon eine gute Weile reingespielt, würde ich mit dem Siedeln anfangen, weil dann ist das nicht so überfordernd mit 80.000 Gegenständen am Anfang. Damit habe ich nämlich auch angefangen. Ich würde nur das Tutorial ausschalten und das dann selber erklären. Ich glaube, das kriege ich schon irgendwie ein bisschen hin. Planet passt. Genau, wir können uns jetzt hier noch so einen Planeten aussuchen. Da gibt es so verschiedene Vorgaben, was der so hat. Irgendwie Gestein, Ton, Metall, Kohle, Süßwasser, Salzwasser, Sumpf, Sand, Bäume, Getreidepflanzen und Baumwollpflanzen. Jetzt bräuchte ich noch so einen guten Ort. Ich glaube, hier ist ganz viel Platz so in der Mitte. Und ja, da ist noch Wasser und da ist, glaube ich, so Steinzeug. Ich glaube, das ist gar nicht mal so dumm, hier irgendwo anzufangen. Ich glaube mal, mache ich es hier unten. Fange ich da mal an. Genau. Oh, das hat sich umgestellt. Achso, da geht was mit. Da geht so der erste Wald, der verschiebt sich, glaube ich, mit. Okay. Ja, dann stelle ich hier manuell mal auf höhere Qualität. Ja, ja. Ich habe gedacht, automatisch würde es machen. Bis jetzt wurde ich aber noch nicht gebannt. Es ist nur ein Singleplayer-Spiel. Man kann es nicht im Koop spielen, deswegen ist die Gefahr heute mal nicht da. Ich weiß nicht, ob da noch immer ein Koop kommt, weil die Entwickler entwickeln immer noch weiter. Aber es kann gut sein. Auf jeden Fall, einige Leute in Foren wünschen es sich schon mal. Würde sich auch ganz gut anbieten bei dem Spiel. Aber ihr werdet schon sehen. So. Und wir landen auf dem Planet 520, 230, irgendwas. Keine Ahnung. Willkommen, ich bin dein Otto. Otto 0. Und ich werde dir helfen, dich auf dein Leben als Autonaut vorzubereiten. Ja. Das ist eigentlich das Tutorial. Ich glaube, das geht gleich nicht mehr weiter. Entdecke, sammle Ressourcen, erschaffe Gebäude, Werkzeuge und Maschinen, automatisiere Abläufe, entwickle Industrien, forsche Siedler. Ja, das ist eigentlich das Spiel gut zusammengefasst. Ja, den kleinen spiele ich hier. Hat einen schönen pinken Hut. Das Beste ist, man kann natürlich seinem Charakter auch neues Aussehen geben. Aber das kommt noch alles. Jetzt am Anfang kann man hier noch nicht so viel sehen. Ich kann mich hier mit Linksklick bewegen und mit den WASD kann ich die Kamera verschieben. Das geht nicht mit der Maus. Und jetzt kann ich hier so ein bisschen die Gegend erkunden, weil es gibt so graue Bereiche. Die kann ich erstmal aufdecken, wie so ein Nebel des Krieges. Genau. Jetzt weiß ich schon mal so ein bisschen, was ist.
Und am Anfang war es, glaube ich, so, dass man erstmal einen Stein nimmt. Und dann geht man zu einem Baum rüber. Der wird jetzt gehauen. Das dauert ein bisschen. Aha. Geh mal hier ein bisschen aufdecken. Da habe ich einen Stamm bekommen und da ist so ein Baumstumpf übrig geblieben. Man kann unten rechts ist meine Tooltip, da weiß man immer, worum es geht. Was man damit so machen kann. Und da gehe ich später noch ein bisschen drauf ein. So, ich fäll einfach mal noch einen Baum. Genau. Also, falls ihr euch noch kein Tier geholt habt, macht das gerne auch. Das wird heute sehr gemütlich, alles stressig, also nicht stressig. Ja, alles voll stressig. So, mit E kann ich mein Inventar aufmachen und da gehe ich so einen Baumodus. Und bis jetzt habe ich hier noch nicht so viel. Da habe ich so eine Werkbank, Roboter-Fertigungsstand, der wird bald schon sehr wichtig werden. Eine Kiste, eine Palette, Siedlersamenspender, okay, und Siedlerbrutkasten und eine Forschungsstation. Und die brauchen wir dann, um neue Sachen freizuschalten, damit wir auch neue Sachen bauen können. Ich werde ganz am Ende von dem Stream, werde ich noch zeigen, wieso bei mir die Entwicklung aussah. Es ist nämlich ganz cool, da werden so Aufnahmen gemacht, während man spielt. Man kann praktisch sein ganzes Playback so im Schnelldurchlauf angucken. Oder auch langsamer, wenn man will. Ich habe nur irgendwann abgebrochen, weil das Speichern von dem Ding immer ziemlich lange la dauert. Und ich bin halt schon ein bisschen weiter. Aber das werdet ihr dann sehen. Geht statt Tee auch Reis? Klar. Sollte nur heiß sein, hoffentlich. Ich fange jetzt erstmal damit an, eine Werkbank zu bauen, weil die braucht nur zwei Stämme und zwei Stock. Und wie man sieht, hier liegen schon Stämme. Und Stöcke sind hier auch. Also ich kann mir das einfach nehmen und rübertragen. Ja, die Stämme sind ganz schön schwer, deswegen kann ich da leider immer nur einen nehmen, wie man sieht. Aber bei den Stöcken, die sind ein bisschen kleiner. Und da kann ich mehrere nehmen. Man sieht jetzt hier unten, ich habe ein Inventar. Das füllt sich auf. Ich kann sogar noch mehr Stöcke tragen. Ich kann jetzt sogar einen dritten und ich kann sogar noch einen vierten tragen hier. Voll geil. So, und jetzt brauche ich so eine Werkbank. Ja, die Stöcke sind jetzt zwar noch übrig, aber die kann ich auch wieder weglegen mit Rechtsklick. Habe ich so eine Werkbank. Und was kann ich jetzt machen? Eine Axt, eine Spaten und eine Spitzhacke. Okay. Ich versuche mal so schnell wie möglich hier diesen Roboter-Fertigungsstand zu bauen. Weil dann geht das Spiel so richtig los. Ihr werdet sehen. Aber dafür brauche ich erstmal. Ich muss Bretter machen. Und für Bretter brauche ich eine Axt. Dann muss ich hier rüber. Falls ihr das Spiel noch nie gespielt habt, spielt gerne das Tutorial. Da wird alles am Anfang sehr schön erklärt. Ist ein sehr schöner Einstieg. Und dann nehme ich diese Axt und gehe mal zu so einem Stamm. Das geht nämlich. Dann gibt es Bretter. Hier zum Beispiel die Eiche kann ich jetzt nicht anklicken. Da ist so eine rote Umrandung, auch hier beim Stock. Aber bei dem Stamm ist so eine weiße, deswegen weiß ich, dass ich damit was machen kann. Dann bin ich auf die Bretter gekommen. Eins, zwei. So, ich brauche noch ein bisschen mehr Holz. Meine Haare, ja, die werden wieder irgendwo hängen. Ja, ich muss immer noch zum Friseur. Das ist meine Achillesferse zum Friseur gehen. Ich habe es vorher jetzt die ganze Zeit auf Corona geschoben. Nur das kann man jetzt langsam auch nicht mehr machen. Langsam muss man sich eine neue Ausrede ausdenken. Und deswegen bin ich aber ehrlich und sage, ja, das braucht irgendwie bei mir immer. Ich drücke mich davor. Auch wenn ich es eigentlich immer sehr genieße, wenn ich dann beim Friseur war. Aber irgendwie das beim Friseur sein und zum Friseur hingehen, das ist irgendwie nicht so meins. So. Roboter-Fertigungsstand 1. Nice. Da braucht man jetzt einen. Der kann jetzt schon was produzieren, und zwar einfache Roboter. Dafür brauche ich einen Stamm, drei Bretter, einen Pfahl und Baumsamen. Okay. Das wird schon funktionieren. Da habe ich meine Axt hingelegt. Das heißt, ich brauche aber noch mehr Holz. Und ein Bienen. Hallo Bienen. Ach, ein Baum kaputt. Okay. Die sind noch da. Haare wachsen lassen habe ich schon gemacht, Timo. Ich hatte mal etwa schulterlange Haare zur Abi-Zeit. Und hatte auch einen Dutt. Ich habe da nur bemerkt, dass ein Dutt ziemlich scheiße aussieht, wenn man keinen vernünftigen Bart hat.
Leider wurde ich nicht gesegnet und daher, ja, kein guter Bartwuchs. Kein Dutt. Kein gutes Aussehen. Deswegen habe ich es dann wieder aufgegeben mit dem langen Haaren. So, ich brauche noch mehr Bretter. 1, 2. Und es geht wieder zurück. So, als nächstes brauche ich einen Pfahl. Das ist noch einen Schritt weiter. Dann muss ich zu dem Baum. Einmal zu hocken. Zu brettern. Und dann muss ich so ein Brett nochmal zu hacken. Das geht nämlich. So, und jetzt habe ich da Pfähle. 2 Stück bekommen. Und rühre ich mal einen zurück. So, den anderen lege ich einfach mal daneben. Ein Baumsamen, der liegt hier rum, glücklicherweise. Aber dazu. So, der erste Roboter. Jetzt geht's los. Und zwar, den muss ich jetzt erstmal aufladen. Ja, ich bin bereit, mit der Automatisierung zu beginnen. Jetzt habe ich hier so eine neue Anzeige. Hier werden später meine ganzen Roboter aufgelistet. Ist im Moment nur einer. Werden noch ein paar mehr. der erste Roboter sieht auch so aus. Die anderen sehen später mal ein bisschen anders aus, weil man kann die halt natürlich auch noch upgraden und solche Dinge. Aber fangen wir erstmal mit dem an. Das Coole ist nämlich, ich kann jetzt diesen Roboter nehmen. Und ich kann dem Aufgaben zuweisen. Ich kann dem zum Beispiel sagen, hey, ich nehme jetzt meine Axt in die Hand und dann gebe ich ihm diese Axt rüber. Der hat die jetzt in seiner Hand. Man sieht es gerade relativ schlecht. Ja, jetzt sieht man es. Er hat die Axt. So, und jetzt kann ich dem sagen, ich benenne den einfach mal Holzfällen. Ich habe meine Feuerringe immer durchnummeriert, aber am Ende hat es mir jetzt nicht so viel gebracht, deswegen lasse ich es jetzt mal. Ich brauche die Axt nochmal. Und dann kann ich hier auf Aufnahme drücken und kann auf den Baum klicken. Und der Roboter, der kommt jetzt mit, er schaut sich an, was ich da mache. Und jetzt parallel schreiben sich jetzt hier so einfache Codezeilen. Da geht jetzt nächster Futter für Baum, soll sich bewegen zu Baum und die Axt verwenden. Also das, was ich gerade gemacht habe. Ich kann jetzt diesen Fundortradius, kann ich jetzt ein bisschen erhöhen, dass er auch die ganzen Bäume hier sieht. Und das aktivieren. Und dann kann ich hier diese Taste benutzen, weil die erstellt eine Schleife. Jeder, der sich ein bisschen mal programmiert hat von euch, der wird jetzt wissen, was das bedeutet. Das Ding versucht jetzt endlos, hier einen Baum zu finden, zu diesem Baum zu gehen und den Baum zu fällen. Bis kein Baum mehr da ist. Dann sucht er aber trotzdem immer noch weiter, weil die Schleife ja endlos geht. Er braucht nur noch eine Sache dafür, wenn ich jetzt nämlich auf Play drücke. Findet er jetzt vielleicht was? Ah, er geht auch hin. Aber er merkt dann, er hat keine Axt. Deswegen gebe ich ihm noch eine Axt mit Rechtsklick rüber. So. Und jetzt haben wir den ersten Roboter, der für uns arbeitet. Nice. Das Praktische ist jetzt, ich muss es halt nicht mehr selber machen. Ich habe jetzt einen Roboter, der macht das für mich. So, das heißt, ich glaube, ich mache erstmal eine neue Axt. Hier sind zum Glück ja noch ein paar Steine und so. Jo, da habe ich jetzt schon mal eine Axt auf Vorrat, falls seine gleich wegbricht. Und beschreibe mal, dass ich noch mehr Roboter mache. Also ein Stamm. Ein Brett. Pfahl meine ich. Dann brauche ich nochmal einen Stamm für Bretter. Nochmal gut zerhacken. Ah. Und 2 Bretter nehmen. Wird doch ein Baumsamen und noch ein Brett. Das Tolle ist jetzt, alle Sachen, die ich jetzt gerade manuell mache, könnte ich ja theoretisch automatisieren. Braucht halt nur Zeit. So, und viel Holz. Deswegen sollte man fleißig weiterfällen, der Gute. So. Nächster Roboter. Ich glaube, dem sage ich jetzt sogar. Transport. T ist für Transport. Stamm. Und der soll jetzt einfach da einen Stamm holen. Und vielleicht hier rüberlegen. Dann habe ich sie alle beieinander. Oder da. Dann muss ich nicht so weit laufen.
Das mache ich wieder weg. So, und das machst du jetzt auch einfach endlos, bis du halt keine Stämme mehr findest. Und los. Das Gute ist, er braucht jetzt dafür kein Werkzeug. Das kriegt er auch so hin. So, und währenddessen kann ich halt hier dann Stämme schon mal weiter zerhackstückeln. Weil das Tragen, das dauert halt so lange. Mach aber noch ein paar Roboter. Zwei. Noch einer. Ich finde es halt ganz geil, dass ich das Spiel entdeckt habe. Weil es halt ein richtiger Underdog ist. Ich glaube, es hatte irgendwie auf Steam 1000 Bewertungen oder so. Und es ist selten, dass ich mal irgendwie ein Spiel auf Steam finde, das irgendwie so unbekannt ist und in dem ich dann doch so viel Zeit verbringe. Also klar, es gibt da mal Titel, die spielt man dann mal so 3 bis 7 Stunden, aber ich habe hier schon deutlich mehr reingesteckt. So, ich habe einen neuen Roboter und der soll doch einfach mal, soll er einfach mal Äxte produzieren. Das wird dann mal praktisch. Axt. Dafür brauchst du einen Stock. Ja, hier so in dem Bereich, bis da alles leer ist. Dann gehst du mit dem Stock hier rüber. Kriegst ihn da hin, genau. Ein Stein noch. Ja. Ja, machen wir auch mal so den Bereich. Und den legst du auch ab. Genau. Und dann machst du das. Und das machst du jetzt endlos. Das Spiel ist schon sehr, sehr putzig. Aber es wird noch besser. Es wird noch besser. Das schaffe ich sogar heute noch, dass es besser wird. Ergibt eine Kiste überhaupt Sinn? Brauche ich ihn als nächstes so? Ich brauche auf jeden Fall so eine funktionierende Brettproduktion. Und dann am besten, dass sich die Roboter halt automatisch herstellen. Das ist ja ziemlich cool. Dann habe ich weniger Arbeit. Ich glaube, das peile ich mal als erstes an. So. Aber jetzt geht es schon deutlich schneller, wenn hier die ganzen Stämme sind. Wenn ich nicht mehr fällen muss. So. Das hier. Und rübergelaufen. Nächster Roboter. Okay. Du. Ah, vielleicht baue ich sogar doch erstmal so eine Lagerstation für die Bretter. Hier gibt es so eine Palette und da kann ich Bretter und Stämme drauflegen. Warte mal, dann gehe ich nämlich nochmal zurück zum anderen. Das ist nämlich auch so eine schöne Sache. Man muss natürlich auch immer so ein bisschen die Roboter optimieren. Zwischendurch, wenn sich irgendwas ändert. Ach, wobei, ich muss sie ja erstmal bauen. Ist Quatsch. Mach erstmal weiter. Mach erstmal weiter, mal lieber. Dann baue ich erstmal die Dinge. Weil man muss zwischendurch halt immer wieder optimieren, weil man neue Strukturen hat und neue Truhen baut oder so ein Kram. Ist fast wie Programmieren, nur um einiges simpler. Ich habe mir zwischendurch gedacht, das wäre ein ganz gutes Spiel, um Leuten ein bisschen bei MMP zu helfen. Damit sie verstehen, was Bedingungen sind und was Schleifen sind. Wie man diese benutzen kann. So. Oh. Ah, du findest keinen Baum mehr. Oh, ich muss mich gleich darum kümmern, dass ich neue Bäume pflanze. Das habe ich gerade voll vergessen. Ja, ich will den einen Fall. So, und da fehlt noch ein Stamm. So, eine Palette. Und das funktioniert jetzt so. Jetzt kann ich dir sagen, stopp. Nimm mal auf. Und zwar, wenn du einen Stamm hochnimmst, das lösche ich wieder, dann bring ihn hier rein. So, und das ziehe ich da hoch. Das heißt, wenn er jetzt einen Stamm findet, dahin bewegen, aufnehmen, hier zu dem Stauraum fahren, laufen und hinzufügen. Das mache ich jetzt. Jetzt mache ich natürlich einen erweiterten Trick. Ich markiere jetzt mal diesen ganzen Kram da. Pack das auch noch in eine Schleife und sag, du machst das aber so lange, bis das Ding voll ist. Bam. Aber trotzdem, wenn es zum Beispiel dann wieder leer wird, also er arbeitet nicht mehr weiter, wenn das Ding voll ist,
aber wenn es wieder leer wird, dann beginnt trotzdem diese Schleife noch wieder wegen dieser Endlosschleife. Ansonsten würde der jetzt arbeiten, bis das Ding voll ist und dann aussteigen. Dann müsste ich ihn danach neu starten. Aber so sollte er jetzt immer weiterarbeiten. Der Gude. Ich brauche Schaufeln, glaube ich. Genau, da war ja was. Oh, ich hoffe, ich habe noch genug Zeug dafür. Oh, ich muss die Schaufel hier craften. Ups. Naja. Ich kann nämlich mit einer Schaufel kann ich Löcher graben, in die ich die Samen hier reinlegen kann. Weil ich kann leider nicht einfach so den Samen nehmen hier und irgendwo hinpflanzen, weil ich den dann einfach nur hinlege. Aber ich will ihn ja irgendwo hinpflanzen. Dafür nehme ich jetzt die Schaufel und grabe ein bisschen. Ach. Beschütte mich ein bisschen mit Tee. So muss das. So, jetzt habe ich ein schönes Loch. Ich könnte theoretisch ja auch die normale Erde weggraben, aber so mit dem Baumstumpf kann ich eh nichts mehr sonst anfangen. Deswegen mache ich den einfach mal weg. Jetzt kann ich hier eine Eiche nehmen und einlegen. Komm. Und jetzt sollte es auch wachsen. Da werde ich jetzt auch mal den nächsten Bot drauf hinweisen, dass er Schaufeln machen soll, dass sie ausgegraben wird. Ach, ich muss noch so viel automatisieren. Das war zu früh geklickt. Ich höre. Ach, das sind die Bienen. Die sind so laut. Verrückt. Hui. Okay, ich habe eine Mission wohl abgeschlossen. Genug Bäume gefällt, genug Erde ausgehoben und Baumsamen gesät. Und dafür. Naja, hier sind so ganz viele verschiedene Missionen. Dafür kriege ich hier Kleidung. Und ich darf einen Hackstock bauen. Nice. Genau. Gibt nacheinander so Sachen, die ich halt. Bedingungen, die ich erfüllen muss. Und dann wächst hier dieser Sender immer so weiter. So. Da bauschen sich sozusagen meine Errungenschaften auf. Von meinen glorreichen Taten. Wie ich die ganzen Roboter, Knechte und sie zu meinen Sklaven machen. Ja, ich glaube, da sollte ich. Oh, ich habe doch sogar noch einen Roboter, den automatisiere ich einfach mal, dass er jetzt hier das für mich gräbt. Baumstumpf. Einfach. Das ist eigentlich selbsterklärend. Und zwar. Ja, du wirst da wahrscheinlich keinen Spaten finden, den will ich dir immer noch geben jetzt am Anfang. Und du suchst dir einen Baumstumpf. Genau. In dem Bereich. Dann ist ein Spaten. Genau, machst du es einfach immer weiter. Viel Spaß. Ja. Bin ich kram. Du brauchst natürlich noch eine Schaufel. So. Ja, jetzt muss ich dann nämlich selber noch die Eichen reinlegen, das ist ein bisschen praktischer. Werde ich auch noch ändern, aber alles eins nach dem anderen. Du hast noch kein neues Holz gefunden. Geh mal da hinten, da sind noch Bäume. Mindestens zwei Stück. Aber die sind noch nicht ausgewachsen. Das dauert noch ein bisschen. Ach, ich habe doch sogar noch einen Stamm. Ich bin so doof. So, zwei Stöcke finde ich auch noch im Wald. Ich finde es sehr toll, wie das kleine Mannequin die Sachen craftet, indem es einfach oben drauf springt, bis es irgendwann fertig wird. So ein bisschen wie in Age of Empires, wenn die Siedler irgendwie auf eine Stelle hauen und am Ende voll die krasse Konstruktion da ist. dann machen wir hier Schaufeln und dann machen wir Äxte. Habe ich noch Steine? Ja. Mach schon mal eine Ersatzschaufel. Oh, und der braucht eine neue Axt.
Ja, ich mache das auch meistens. Ja, doch, stimmt. Stimmt eigentlich. Wenn ich mir was zu essen mache, dann nehme ich mir auch meistens die Zucchini, bringe ein paar Mal oben drauf und dann am Ende ist sie geschnitten. Genauso mit falschem Kochen. So. Erinnert ein bisschen an Traubenlese, wenn die so gedingst werden. Wie heißt das nochmal? Wenn auf ihn drauf rumgematscht wird. Es wird ja auch im kleinen Stil mit den Füßen gemacht oder früher auch, wurde einfach auf den rumgelaufen. Weiß nicht mehr, wie das heißt. Schande. Pfahl. Ich kann hier nochmal das hier zerhacken. Und dann kriege ich wieder zwei Pfähle und dann kann ich hier nämlich noch die andere Palette ausbauen. Weil da kann ich dann Bretter reinlegen. Und zwar habe ich ja hier diesen Hackstock. Kann ich auch mal. Mach ich mal zwei Blueprints. Noch eine Axt und einen Stamm. Ja, Stamm muss ich noch warten. Oh, ich kann mal wieder ein paar Sachen pflanzen. Ich find's schön, wie sich halt jetzt schon zum Beginn des Spiels schon was geändert hat. Ich muss jetzt gerade eigentlich nur hier die Samen hinsetzen und einpflanzen. Ich springe auf alles drauf. Da kenne ich nichts. Gleichberechtigung. So. Das ist ein neuer Stamm. Den nehme ich mal raus. Dann bringe ich den mal zum Hackstock, dann kann ich den nämlich auch noch craften. Bum, 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 bum. So dumm. Das ist so schön dumm. Okay. Ein Stamm. Ach, warte. Ich brauche neue Roboter. Wobei. Ja, doch, ich brauche neue. Aber ich kann den gerade noch fertig craften. Ich glaube, ich brauche dann nämlich dafür keine Axt mehr, um den auseinanderzubauen. Wenn ich hier diesen Hackblock habe, aber da ist ja praktisch eine Axt mit dabei. Ah ja, genau. So, und jetzt habe ich eine neue Art Bretter zu kriegen, für die ich kein Werkzeug mehr brauche. Das ist ganz praktisch. Ich werde vielleicht den Hackstock noch ein bisschen näher am Lager machen. Das ist vielleicht ein bisschen praktischer. Man kann jetzt natürlich hier auch viel mit Laufwegen optimieren und die möglichst klein machen und so. Muss man nur ein bisschen aufpassen. Weil früher oder später wird man ultra viel Platz brauchen. Ihr werdet später sehen, warum. Außerdem will man es ja auch schön gestalten. Ne? Man will aber ein schönes Dorf bauen. Es ist jetzt im Moment noch nicht so schön. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Oh, da ist wieder einer nicht aufgeladen. Das ist jetzt halt gerade ein bisschen blöd. Ich muss jetzt zu den Robotern laufen und die gerade aufladen. Ja, die Grafik ist halt ziemlich simpel. Ist, glaube ich, in Unity programmiert. Wenn ich das richtig gesehen hatte. Ich finde auch später, wenn man so Fackeln hat, es wird auch irgendwann mal Nacht. Dann sieht das Licht gar nicht mal so schlecht aus. Muss ich später nochmal zeigen. Aber für meine Finden sieht das ziemlich gut aus. Schaufel. Klar, du kriegst eine Schaufel. Bitteschön. Ich brauche auch bald Stein. Ich glaube, ich gehe mal kurz auf Erkundungstour, dass die gerade mal ein bisschen Holz sammeln. Ah, hier ist, glaube ich, Stein. Ja. Okay. Weil jetzt habe ich hier fast meine ganzen Steine aufgebraucht, die hier rumlagen. Oh, hier ist noch ein größerer Steinblock. Den könnte ich auch noch nutzen. Aber da habe ich halt eine endlose Quelle an Steinen sozusagen. Ist noch relativ, schon ein Stückchen weit weg. Weil meine Roboter halten leider noch nicht so viel lange aus. Die machen ziemlich schnell schlapp. Was hat man hier so? Wald. Ja, die restlichen... Ui, hier ist ein riesiges Meer. Das ist eine andere Insel hier sogar. Cool. Oh, es hat gebingt. Ich glaube, ich habe irgendeine Voraussetzung für irgendwas erfüllt. Hier mache ich schon mal einen Fall. Ach, genau. Dann machst du doch mal Bretter einfach.
Brett. Dann gehst du hier zu einem Stamm, nimmst einen, genau, und gehst hier rüber und legst ihn einfach drauf. So, genau, das machst du endlos. Ah ne, nicht bis die Ende. Ups. Ja, oder so. Endlos, aber du machst es auch nur bis das Ding hier voll ist. Weil dann sonst stapeln sich ja über 80.000 Bretter. Aber wenn ich das halt diese Bedingung hier reinmache, dann hört er danach auf. Das ist. Ja, okay. Vielleicht gebe ich ihm sogar noch. Wie geht das? Genau, warten. Ja, doch. Sonst wartest du einfach mal 2 Sekunden, weil dann winkt das nicht so hart rum, sondern wartest erst 2 Sekunden und dann, ja. Du hast den Anfang verpasst. Das ist kein Problem. Was ich mache. Also ich sammle Ressourcen, um Sachen zu bauen, um Sachen zu erforschen, um noch mehr Sachen zu bauen und noch mehr Ressourcen zu sammeln. Da kommen, also die Forschung, die kann ich mit Siedlern machen, die muss ich nämlich füttern. Deswegen ist Landwirtschaft hier auch ein relativ großer Bereich dann im Spiel. Die muss ich nämlich lecker Essen machen, den muss ich Kleidung machen und so ein Kram. Dann irgendwie Spielzeug und später Medizin, also komischen Kram. Und dann geben die mir immer mehr Forschungspunkte, mit denen kann ich mehr Sachen erforschen und dann irgendwann am Ende kommen. Und dann habe ich irgendwann hier so eine riesige Stadt, die richtig schön floriert. Ihr werdet. Bleibt bis zum Ende und dann seht ihr schon mal eine schöne Stadt. Aber ich bin noch nicht am Ende. Es gibt irgendwie 8 Entwicklungsstufen, ich bin immer noch auf der 4. Das ist, Nesov, das ist eine gute Idee. Ich hätte jetzt sonst einen anderen dafür ausgewählt, aber theoretisch kann ich dem das auch sagen, ja. Dann sage ich doch einfach. Das Problem ist, ich habe noch 5 Kilobyte frei. Also der hat nicht unendlich viel Speicherplatz, sondern der kann halt, ich glaube, 12 Kommandos oder so kann der benutzen. Aber ich kann mal gucken, ob ich das hier noch unterkriege. Sonst hätte ich jetzt einen zweiten dafür verwendet. Dann nimmst du das Brett. Ich habe noch 2 frei. Ja, es wird knapp. Aber wenn ich sage. Ja, die brauche ich ja dann nicht. Dann mache ich so. Und dann kann vielleicht genauso wie ich auch mehr aufnehmen. Dann mache ich einfach, bis die Hände voll sind. Aber falls er dann nichts mehr findet, dann soll er einfach abbrechen. Das hier ist so eine Bedingung, also bei Fehlschlag wiederholen, umschalten. Wenn ich das aktiviere und er merkt, findet nichts mehr, dann hört er mit der Schleife auf. Geh darüber, füge es hinzu und das machst du so lange, bis deine Hände leer sind. Mal gucken, ob es funktioniert. Aber sollte eigentlich. Also er sollte jetzt eigentlich da zum Hackbock laufen, hackeln und dann am Ende geht er hin, sammelt Bretter, bis seine Hände voll sind. Genau. Ah, er kann sogar 3 aufnehmen. Geht er darüber? Und dann legt er sie rein. Jetzt wäre natürlich noch eine Sache ganz gut zu machen, es zu machen, bis Brett hier der Stauraum voll ist. Aber jetzt merkt das auch schon selber. Es hat später noch ein paar Vorteile, aber das ist jetzt nicht wichtig. Human Resource Machine, das habe ich nie gespielt. Worum geht's da? Und ja, da kann es jetzt gut sein, dass der eine, der aus Immenor kommt, da jetzt ein MMP-Flashback hat. Also einer der Module bei angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaft in Ilmenau an der Uni. Aber ja. Programmieren kann nicht nur ganz, ganz schlimm sein, es kann auch Spaß machen, gerade wenn es in dieser Form ziemlich simpel ist. Und ich habe am Anfang habe ich auch nicht die besten Schleifen gemacht. Die wurden mit der Zeit dann immer besser. Weil ich gemerkt habe, wo dann Probleme liegen. Genau, der macht jetzt Bretter. Das heißt, ich mache jetzt aber mal noch einen Roboter. Nimm da noch 3 Stück.
So, und noch ein Baumsamen. Ah, okay. Ist auch so ein Human Resource Machine, ist auch so ein Programmierspiel. Das kann gut sein. Kenne ich leider nicht. Aber ich kann ja auch nicht alles kennen. So, noch ein paar neue Bäume gepflanzt. Laden wir noch den neuen Roboter auf. Schraub, schraub. Ach, jetzt hätte ich gerne dem gesagt, dass er automatisch die Sachen pflanzen soll. Das habe ich jetzt vergessen. Aber ich kann natürlich auch einfach mich darum kümmern, dass ich noch mehr Bäume habe gleich. Weil ich muss ja nicht nur die Bäume da pflanzen, wo früher mal ein Baumstumpf war. Ich kann ja auch noch neue Löcher machen. Ist ja nicht ganz so unpraktisch. Wobei, ich hole jetzt mal Stein. Eins nach dem anderen. Steinhacken. Ach, dafür brauche ich aber noch eine Spitzhacke. Gut, dass ich damit jetzt früh genug anfange, sonst hätte ich gleich keinen Stein mehr. So. Ach so, ja, die stehen manchmal in der Gegend zu tun, wenn sie halt gerade keine Aufgabe haben, weil ihnen gerade irgendwas fehlt. Kann auch sein, dass sie halt einen Bug haben, deswegen sollte man da auch ein bisschen gucken. Weil zum Beispiel, der kann jetzt gerade nichts machen, weil da ist in seinem Suchbereich kein Stamm. Der ist jetzt außerhalb. Deswegen findet er die zwei Stämme nicht. Muss ich später mal beheben. Nehme ich vielleicht noch einen zweiten, der den restlichen Bereich abdeckt. Und der andere, da waren gerade keine Bäume ausgewachsen, deswegen konnte er keinen weiteren Baum fällen. Also die müssen halt immer wieder warten, bis halt die Sachen bereit sind. So, Steinhacken. Du gehst hier rüber. So, genau, dann hackst du. Hack, hack, hack. So toll, wie der die ganze Zeit rumgrinst. Schön. Schön. Sehr beruhigend. Da kriegt man doch direkt gute Laune. Genau, das machst du. Du machst das hier, bis deine Hände leer sind. Und wenn deine Hände leer sind, dann gehst du darüber und holst dir eine neue Spitzhacke. Bam. Nein. Oh. Ja, das hat jetzt nicht funktioniert. Hä? Seine Hände sind noch gar nicht voll. Was macht der? Was? Habe ich Mist gebaut? Ah, vielleicht weil er keine Spitzhacke findet. Ich verstehe. Dann gebe ich dir dann erstmal so. Ja. Aber ansonsten würde der jetzt rüberlaufen, da zur Werkbank und sich dann selbstständig eine neue Spitzhacke holen, wenn seine andere kaputt ist. Weil dann ja quasi seine Hände leer sind, wenn seine Spitzhacke kaputt geht. Das sollte ich auch gleich mal dem Holzfäller beibringen. Und zwar gib das hier auf. Du machst das hier, bis deine Hände leer sind. Und dann machst du das, bis deine Hände voll sind. So, der sollte jetzt darüber laufen und sich die Axt nehmen. Perfekt. Und jetzt sollte er gleich weiterfällen. Nice. Oh. Ist YouTube auch weg? Ne, ich glaube YouTube ist auch weg, oder? Aber ich stream noch. Ach, ich hab mal kurz Pause. YouTube ist nämlich bei mir gerade auch weg. Ich kann es mal neu laden. Hallo, nee, bin ich noch da? Nee. Okay.
Ach, Sendeschleife läuft noch. Ah, hallo. Nee, bin ich noch da? Okay. Jetzt habt ihr wahrscheinlich vieles doppelt gehört. Es tut mir leid. Ich mach grad mal kurz. Ah, nee. Sollte. Okay. Jetzt solltet ihr echt nichts mehr doppelt hören. Ja, ich bin wieder da. Okay. Dann. Es ist gerade nichts passiert. Ich habe gerade selber mich einfach nur damit beschäftigt. Ob gleich wieder der Stream da ist. Genau. Produzier mal schnell noch Roboter und schau dann mal, dass ich so schnell wie möglich dahin komme, dass die sich selbst produzieren. Ach, ich brauche einen Pfahl. Da brauche ich eine Axt. So, der kleppelt jetzt Steine. Die muss ich natürlich auch noch einsammeln. Das darf ich nicht vergessen. Oh, ich habe sogar noch eine Axt im Rucksack. Guess who's back? Oh, schon wieder leer. Oh, die sind auch leer. Ach. Ui. Die Armen. Okay, dann mache ich noch eine dritte Palette. Oh, das kann ich nicht hinfallen. Mach ich mal hier hin. Und da kommen dann Fehler rein. Das heißt, ich bräuchte diesen Hackblock noch fertig. Ah, ich brauche zu viele Dinge auf einmal. Das ist so schrecklich. Ich mache erst die Kiste. Dann sammle ich nämlich erstmal den Stein. Dann mache ich erstmal Werkzeugproduktion und dann das andere Zeug. Ich hätte gern alles auf einmal. Ganz, ganz, ganz schnell. Aber das Spiel lässt mich einfach nicht. Warum? Ich finde halt, das Spiel ist echt super, um ein bisschen runterzukommen. Ist nicht so stressig. Wenn man einen anstrengenden Tag hatte, kann man sich einfach hinhocken, man muss sich nicht viele Sorgen machen und man kann sich einfach nur an dem erfreuen, wie mit der Zeit immer mehr Roboter so ein bisschen rumwuseln und ihre Tätigkeiten machen. Aber nur zugucken macht schon Spaß. Du willst eine Schaufel haben? Oh, ich habe keine Schaufel mehr. Schade. Dann mache ich eine neue Werkbank. Dann muss ich leider erstmal kurz das Schaufelproblem beheben. Das ist halt dieses typische Phänomen, was man in so vielen Sandbox-Spielen kennt, von wegen, man hat praktisch gerade 10 Sachen gleichzeitig zu tun. Man muss sich kurz mal entscheiden, was man als erstes macht. Ich finde das immer ganz cool, weil es ist was zu tun. Und deswegen hört man einfach nicht auf, weil man denkt, ich muss ja noch das machen, ich muss ja noch das machen, ich muss ja noch das machen. Schrecklich. So, du transportierst meinen Stein oder lagerst es. Lager, L steht für lagern, Stein. So. Ach, du bist leer, warum? Das Schöne ist halt auch, wenn man, das erste Mal, wenn man halt so ein Spiel spielt, man hat keine Ahnung von diesem Spiel. Ich würde zum Beispiel so gerne zum zweiten Mal. Ihr wisst, was ich meine. Ich würde gerne mal wieder so Terraria spielen, als würde ich das Spiel nicht kennen. Das wäre richtig cool. Auch richtig anstrengend, weil man irgendwie sich alles durchlesen muss, gefühlt. Aber auch richtig geil. So. So, haben jetzt, bis deine Hände voll sind, Steine. Dann bringst du sie hier rüber, bis sie leer sind. Und du machst es so lange, bis das hier voll ist. So, viel Spaß. Lauf! Lauf! Okay, ich habe wieder keine Bäume. Ich kann auch mal zeigen, wo gerade so meine Aufträge liegen, um Sachen freizuschalten. Hier da, hier unter dem Buch, ich verwechsel das immer. Unter dem Buch kann ich hier so meine derzeitigen Aufträge sehen. Da ist jetzt zum Beispiel Bauholz errichtet, Taltstock, muss ich noch einen zweiten errichten, kann ich mal anpinnen. Bretter schnitten, Fehler eingelagert. Und ich soll Bäume pflanzen, das habe ich auch bald. Und hier Bergbau, Stein abbauen und lagern. Also wenn man keine Ahnung hat, was man gerade tun soll, dann ist das hier immer eine gute Hilfe.
Da geht es natürlich noch weiter mit Werkzeugen machen. Pilzen ausgraben, Beeren anpflanzen. Und dann geht es zu den Siedlern und zur Wissenschaft und dann zum Obstgarten. Und Kürbis, Kürbisse. Nice. So. Ich habe halt irgendwie so ein kleines Fable für so kleine Indie-Spiele. Bin da jetzt auch nicht so der Super-Nerd, weil ich spiele auch größere Spiele. Aber so bei den AAA-Sachen kann ich oft nicht mitreden, weil so jetzt Valorant oder Fortnite oder FIFA. Oh ja, ich wünschte, ich hätte auch solche Roboter im Real Life. Das wäre so eine Erleichterung. Das wäre echt cool. Aber geht leider nur in diesem Spiel. So. Nächstes Ding fertig. Steine sind da. Das heißt, ich mache jetzt mal mit dem Werkzeug hier weiter. Ich brauche noch eine Axt. Jetzt kann ich nämlich dem hier auch sagen. Suchst jetzt nicht mit den Steinen hier drüben, weil da sind ja eh keine mehr, sondern Code wird mal wieder ein bisschen verbessert. Du nimmst den hier raus. So, das schiebe ich jetzt einfach stattdessen dahin. Lösch das andere raus. Und dann kann er weiterarbeiten. Oh, aber nicht endlos. Ich mache nämlich das jetzt auch so, bis die Werkbank da voll ist. Um sicher zu gehen. Ist ja nicht dann irgendwie jetzt 10 extra produziert, die ich dann nicht brauchen werde und nur meinen Stein verschwendet. Ach nee, die Stöcke muss er auch noch finden. Aber die kriegt er eigentlich im Wald. Immer wenn ich Bäume fälle, kommen eigentlich auch Stöcke. Glaube ich zumindest. Oder die kommen so irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind irgendwie immer Stöcke da. Axt ist schon da, Stein habe ich noch. Stattdessen aber ein Stamm. Ein Stamm. Oh, und du brauchst eine Schaufel. Okay, ich habe wieder eine Mission geschafft. Ich krieg wahrscheinlich wieder irgendwas dafür. Kleidung. Freigeschaltet. Die kann ich leider eh gerade noch nicht anziehen. Das kommt erst später. Kriegt man so einen Kleiderschrank. Genau. So, und hier machen wir jetzt mal Pfähle. Dafür brauche ich aber noch einen Roboter, natürlich. Was denn noch sonst? Und Schaufel. Ja, ich brauche mehr Roboter. Immer noch. Gib mir mehr! Oh, das waren gerade zu viel. Ah, ich brauche das aber sowieso noch. Ah ne, hier liegt sogar noch ein Pfahl. Ach, ich bin doof. Ah, es ist okay. So, nächster. Ich wollte nämlich noch Schaufeln, das heißt, du bist jetzt Mr. Schaufel. Du nimmst hier einen Stein, bringst ihn darüber. Nimmst einen Stock. Ja, den musst du jetzt noch finden. Musst hier aber noch irgendwann einlagern und tun, aber jetzt ein bisschen simpler. Und den bringst du auch hier rüber. Genau, dann gibt es eine schöne Schaufel. Und fertig. Und das machst du nur so lange, bis das Ding hier voll ist. Und viel Spaß. Ja, das mit dem Warten könnte ich noch reinmachen, aber ist schon okay. So, und du kriegst noch den Befehl, dass du selber eine Schaufel aufsammelst, wenn du fertig bist. Die Hände voll sind. Ups. Und das, bis die Hände leer sind. Genau. Jetzt hebt sich also auch der Typ, der die Bäume immer ausgräbt, holt sich jetzt auch eine Schaufel, um zu graben. Hm.
nee, da war kein Platz mehr für die Schleifen. Dann mache ich mal ganz viele Fehler. Das dauert aber lange. Ich hatte dich keiner gesehen. Dieses Spiel ist eigentlich so dumm. Ich finde es so toll. Diese Roboter machen mich fertig. So, nächster Roboter. Was ist die wichtigste nächste Aufgabe? Ach ja, Fehler machen. Dann. Du bist der Pfahl Dude. Okay. Pfahl kann man nach klein schreiben, ist okay. Du gehst dahin, holst ein Brett, bringst es dahin. Genau. Das machst du. Solange bis das hier voll ist. Nimmst du da was? Und also bis die Hände voll sind, aus Bretter holen, bis die Hände leer sind, hier hinzufügen. Ich könnte theoretisch auch hier das hier rausbewegen, dann würde das schneller hinzufügen. Aber es gibt dann manchmal Probleme beim Neuladen oder wenn ich das Ding verschiebe, dann findet er, wenn er halt in dieser Schleife gefangen ist, gerade eigentlich, er will es irgendwie entleeren, dann findet er den Hackstock nicht mehr, weil er ist die ganze Zeit bei diesem Kommando und nicht bei dem hier. Deswegen lasse ich es mal sicherheitshalber drin. Zum Optimieren eher schlecht, weil er so muss er halt immer jedes Mal zum Entleeren muss er erstmal hingehen und entleeren, also zwei Ticks sozusagen. Beim anderen braucht man praktisch nur einen Tick. Aber ist egal. Soll ich mal noch sagen, dass er das wegtransportieren soll? Ich weiß nicht, ob ich das. Ah, wobei ich könnte dann das hier weglassen und könnte es ihm anders sagen. Oh, das wird gerade technisch sehr, sehr. Ne, es geht, glaube ich, nicht. Nee. Hat leider nicht genug Intelligenz dafür, der gute Junge. Nicht genug Speicherplatz hier. Das reicht nicht mit den Kilobytes. Schade. Dann muss ich das anders transportieren. Mach's gerade erstmal manuell. Ist okay. Ja, ich gebe denen gerade die ganze Zeit schon Namen. Ich gebe denen aber eher den Namen nach dem, was sie machen, ne? Statt ihnen schöne Namen zu geben. Das sieht man hier. Gibt's Axt, Baumstumpf, Brett, Holzfällen, Stein. Ich kann ihnen sogar auch Gruppen zuweisen. Kann ich sagen, hier ist Team Wald. Und dann kann ich jetzt Baumstumpf und Holzfällen und Transportstamm, kann ich alle in den Wald reinschieben. Kann ich sie da so bisschen sortieren, wie ich sie brauche. Ja. Eigentlich könnte ich den. Was habe ich denn? Habe ich weniger Kontrolle? Ich könnte auch den Code von dem kopieren. Das geht nur jetzt gerade noch nicht, sondern erst später. Deswegen muss man nachforschen, um Codes zu kopieren. Aber ich könnte theoretisch den gleichen Code dann verwenden. Aber das Kopieren, das dauert leider noch, bis das geht. Das geht erst später mit mehr Forschung. Aber der nimmt da auch immer nur einen Stamm raus. Weil der kann auch nicht mehr als einen Stamm tragen. Aber der andere könnte theoretisch mehrere Bretter tragen und aus denen ganz viele Fehler machen. Deswegen mache ich es jetzt lieber so, dass ich zwei Roboter verwende. Der eine Roboter macht einfach nur die Fehler und der andere transportiert die zum Lager. Und es ist dann auch eine sinnvolle Verteilung. Sowieso meistens praktischer, den Robotern eher kleine Aufgaben zuzuweisen, weil bei größeren Aufgaben kann es halt gut sein, dass die irgendwann mal einen Bug haben, weil man hat ein Gebäude verschoben oder irgendwie so ein Kram.
Es liegt aber meistens am eigenen Code, dass der Roboter kaputt gegangen ist und nicht, weil das Spiel verbuggt ist. Da ist man halt einfach dann selber dran schuld. Deswegen gibt man denen am besten eher kleinere Aufgaben, weil dann kann man eher sicher gehen, dass die nicht irgendwie den nächsten Fehler haben. Dass sie zum Beispiel irgendwas aufnehmen wollen, obwohl ihre Hände voll sind und dann so einer Schleife dann wie festhängen. Das passiert gerne mal, wenn man nicht aufpasst. So, du nimmst die Fehler, bis die Hände voll sind, gehst dahin, bis die Hände leer sind. Und das machst du so lange, bis die Palette da voll ist. So. Jetzt haben wir das praktisch einfach auf zwei Leute verteilt. Der eine macht die Fehler, der andere transportiert sie. Team Wald, Team Holz. Stimmt, ich kann auch Team Brett, Team. Wie nenne ich das? Holz. Nee. Holzverarbeitung. Da ist jetzt zum Beispiel Brett, Pfahl Dude ist da mit dabei. Und ich könnte noch Team Werkzeug machen. Gebe ich den in so eine schwarze Farbe. Und Axt, Schaufel. Habe ich noch keine Fischspitzhacke? Oh. Bist du klar? Ah ne, du hast keine Energie mehr. Oh ja, mal wieder klar. Haben beide keine Energie mehr? Ne, der eine sucht nur. Das Team ich bin. Ah, Team Wald ist schon cool, muss ich zugeben. Team Wald ist schon echt cool. Oh, habe ich jetzt doch einen Bug? Kann sein, dass ich gerade einen Anzeige-Bug habe. Dass diese Sachen irgendwie markiert sind, muss ich mal gucken gleich. Das ist mir nämlich schon passiert, dass ich so einen Anzeige-Bug habe. Beobachte ich mal ein bisschen, sonst lade ich gleich das Savegame neu. Dann ist es weg. So, jetzt kann ich langsam. Nein, ich brauche noch einen Roboter, der die Eichen hier pflanzt. Fuck, da hänge ich schon wieder hinterher. Überall Löcher, aber keine Bäume. Wow, er bringt dem Nightbot echt tolle Sachen bei. Der User Jojo wurde gebannt. Dankeschön. Ich glaube, es wird noch zum Running Gag. Oder ist schon bereits einer hier in den kleinen Kreisen? So. Genau, Samen. Ich brauche einen neuen Roboter. Ich brauche Stämme. Gib mir Stämme. Oh. Ich habe wieder einen Auftrag erfüllt, irgendwie Stämme eingelagert, Bretter gehackt und Pfähle gemacht. Was gibt's? Neue Kleidung, Baumkrone und Baumstamm. Cool. Kann ich mir leider nicht anziehen. Stimmt, der Nightbot lernt alles von selbst. Natürlich. Oh, da hinten sogar noch ein Stamm, der rumliegt. Na, hol ich mir den. Ich habe keine Zeit zu warten, bis die neuen Bäume da sind. Ich brauche jetzt einen Samen-Dude. Ich könnte wirklich einfach jeden Roboter nehmen und einen Dude hinten dran setzen. Dann habe ich den Bretter-Dude. Den Pfahl-Dude. Den Samen-Dude. Du aufnehmen. Du suchst dir einen Samen. Oder den Samen. Oh, okay. Ja. Das machst du. In dem Bereich.
Und dann suchst du dir ein Loch. Und dann machst du den Samen rein. Einfache Anatomie. Ja, Kinder, hier könnt ihr noch was lernen. So, bis die Hände voll sind. Und bis die Hände leer sind. Aber jeweils mit einer Abbruchbedingung. Das heißt, wenn er keine Baumsamen mehr findet, dann sammelt er keine mehr, sondern füllt erstmal Löcher. Und wenn er keine Löcher mehr findet, dann sammelt er erstmal weiter Baumsamen. Und hängt sich nicht in einem fest. Ne, das brauche ich gar nicht. Ja, passt schon. Glaube ich. Ja, ich glaube, der ISFD-Chatbot ist ein schlechter Einfluss für den Nightbot. Das kann gut sein. Das ist eine gewagte Theorie. Mit sowas sollte man aufpassen. Nicht, dass man noch von unheimlichen Gestalten verfolgt wird. Stamm fehlt noch. Stamm, mein Stamm. Aha. So. Oh, ich habe dem gar keinen Namen gegeben, oder? Das ist der Samen-Dude. Und... Ach, der hat noch keinen Job. Jo, passt. Ich glaube, ich weiß, was für einen Job ich ihm gebe. Das ist der Lader-Dude. Und zwar ist seine Aufgabe, andere Bots aufzuladen. Bitte überall. Ja, es geht nicht überall, aber mach ich mal so. Und das machst du endlos. Ah, warte, es geht, glaube ich, sogar, dass ich das hier noch endlos machen kann. Aber wenn er da keinen findet, dann kann ich das hier wiederholen. Dann kann ich den Bereich verschieben. Und dann kann ich es nochmal machen. Das ist richtig tricky, weil so kann ich einen größeren Bereich abdecken. Also er sucht jetzt praktisch endlos nach einem Roboter, der aufgeladen ist. Aber wenn er jetzt in dem Bereich keinen findet, dann geht er aus dieser Schleife raus, geht in den nächsten Bereich, guckt da, ob er da einen findet. Wenn er da keinen findet, dann geht er hier weiter. Und wenn er halt allgemein keinen findet, geht er immer weiter durch. Aber falls er irgendwo einen findet, dann habe ich immer noch zu wenig Robotergehirn. Fuck. Okay, das dritte geht nicht. Aber er macht immer endlos weiter. Ja. Die Idee war gut, es scheitert nur in der Ausführung. Das war ein Dude. Hehe. Okay, ich speichere gerade mal kurz das Spiel und lade es neu. Also. Weil ich habe ja gerade irgendwie so einen komischen Anzeigebug. Der geht dann, glaube ich, gleich wieder weg. Können wir auch schon mal beobachten, ob irgendeiner der Roboter jetzt schon verbuggt ist durch das Neuladen, aber ich glaube, es sollte relativ safe sein. Ich glaube, wir brauchen mehr Löcher, oder? Und endlich mal automatische Roboterproduktion. Weil wir müssen die Armee vergrößern. Wir müssen schließlich die ganze Welt besiedeln. Die Welt untertan machen. Du bist der Loch-Dude. Und zwar, du nimmst hier einen Spaten. Und du machst Löcher. Ganz simpel eigentlich. Was machst du in dem Bereich? Genau, das machst du, bis deine Hände leer sind. Verwendest du den und bis deine Hände voll sind, holst du nur einen Spaten. Kann ich da noch was einstellen? Nee. Kann nur sagen, dass er
Ja, jetzt gräbt er halt die ganze Leere zu Löchern, aber ist, glaube ich, okay. Kann man, glaube ich, machen. Verschiebt vielleicht den Bereich noch ein bisschen, dass ich den Wald nicht so weit vorne habe. Sondern eher weiter hinten dann. Weil, falls ich hier was bauen will, dann ist halt unpraktisch. So. Glaube ich, ein guter Bereich. So. Viel Spaß, mein Lieber. Ja, langsam ist halt so eine gewisse Entwicklung da. Und das wird halt immer mehr. Das ist halt das Coole. Ach, da ist schon wieder einer ausgefallen. Schon wieder aufladen. Brauch halt die Steine. Ich will erzählen später. Ihr könnt ja schon mal schätzen, wie viele Roboter ich auf meinem Spielstand habe, auf meinem richtigen. Auf dem habe ich bis jetzt 13. Wobei man noch sagen muss, man verbessert die ja. Das heißt, auch die einzelnen Roboter werden jeweils besser, können mehr tragen, sind schneller, müssen nicht mehr so oft aufgeladen werden. Aber ihr müsst auch noch dran denken, ich habe sozusagen jeden einzelnen programmiert. Also es gibt ein paar da konnte ich jetzt mittlerweile auch die Codes kopieren. Aber das einfache Code zu kopieren, das kommt erst später. Man muss die immer noch spezialisieren auf die Richtung, die sie dann wirklich machen sollen. Also man muss eigentlich an jeden einzelnen einmal ran. Mindestens. Eigentlich sogar öfter, weil man ja öfter Sachen überarbeiten muss und so. So, du, mein Lieber, ich habe jetzt eine ganz famose Idee. Du sammelst hier einen Stamm, den legst du dahin. Dann sammelst du hier 3 Bretter und die legst du auch alle dahin. Ja, ich weiß, du hast zu wenig Speicherplatz, aber das kriegen wir noch hin. Und zwar machen wir hier einfach ein paar Sachen weg. Den Stamm nimmst du. Ich mache hier einfach mal, dass er das ablegt, bis die Hände leer sind. So. Hier, das hier wiederholst du nämlich. Ich habe hier noch andere Auswahloptionen. Machst du 3-mal. Und dann fügst du das hinzu, bis deine Hände leer sind. Das heißt, du nimmst dir 3 Bretter raus und du legst sie dann dahin. Ganz easy eigentlich. Roboter. Dude 1. Wird noch einen zweiten geben. Ja, das passiert halt am Anfang gerne, dass man hat irgendwie so viele Roboter und das Ding ist halt, weil die Laderoboter, die fallen ja auch selber aus. Wenn die ausfallen, dann können sie halt niemanden mehr aufladen. Und dann kann es halt gerne mal kommen, dass so ein ganzer Bereich ausfällt und du dir so denkst, was denn da jetzt passiert? Deswegen braucht man halt eigentlich mindestens 2 Laderoboter immer, damit der eine Laderoboter auch den anderen immer aufladen kann. Aber ja. Das wird auch wahrscheinlich hier bald passieren, dass mir wieder alles ausfällt. Aber so ist das Leben. Ach, ich wollte noch den anderen programmieren, aber dafür brauche ich erstmal 9. So, und ihr solltet jetzt gleich den Stamm hinzufügen und dann gleich noch Bretter hinzufügen. Ja, dann kann ich gleich mal die Produktion hier ein bisschen automatisieren. Roboter, wie habe ich das genannt? Schon wieder vergessen. Roboterbau. Dude 2. Der nimmt einfach nur einen Samen, legt ihn da rein und eine Eichel. Und legt die da rein. Oh, die Baumsamen muss ich jetzt auch langsam mal lagern. Genau, und das machst du. Bis das hier voll ist. Jetzt muss ich mal kurz aufs Handy gucken. Ah, ich bin schon wieder da, okay. Dann habe ich es schon verpasst einfach nur, dass ich kurz weg war wieder.
Also ich bin nicht überall weg, ich bin halt wohl gerade irgendwie nur auf Twitch gerade wohl kurz weg. Auf YouTube und Sendeschleife war ich wohl weiterhin da. Aber naja. Ja, der rastet ein bisschen aus. Wo ist denn mein Lader-Roboter? Wo bist du? Ach da. Ach, du findest ihn nicht, weil der außerhalb deiner Reichweite ist. Scheiße. Ja, Twitch mag uns eindeutig nicht. Aber naja. Man muss ja auch nicht von jedem gemocht werden wollen. Ah, jetzt ladet aber selbst schon nicht mal einen auf. Der Lader-Jude. Dann mache ich mal jetzt noch eine tolle Sache. Ich mache einen Baubrett-Dude. Und zwar kann ich ihm eigentlich auch sagen, wenn ich hier so Blueprints erstelle, er soll sich zum Lager gehen und soll es dahin bringen. Und dann muss ich das nicht mehr selber hinschaffen zum Bauen. Ich habe diesen ganzen Bereich hier. Und nimmst Bretter, bis du voll bist. Und du leerst sie, bis du leer bist. Easy. Und ich habe nämlich hier schon den nächsten Roboter, weil ich jetzt so eine schöne Produktion habe. Jetzt geht es nämlich langsam und schnell nach oben. Dem sage ich Baupfahl-Dude. So, genau das gleiche wie der Brett-Dude machen, nur mit Fehlen halt. Und dann kann ich gleich einfach automatisiert Kisten oder so einen Kram bauen. Zumindest schon mal viele Bretter davon. Das ist ganz praktisch. So, die sollen auch ihre ganze Traglast ausnutzen. Deswegen die Schleifen. Oh, der ist schon wieder neuer. Okay, ich glaube, ich brauche auf jeden Fall noch einen Laderbot. Lader-Dude. Da ist einer leer zum Beispiel schon wieder. Mal kurz rüberlaufen. Mach ich mal diesen ganzen Bereich hier. Habe ich nicht abgedeckt. So. Schleife. Schleife. Weil ich kann ja mit diesem Schleifenprinzip kann ich immer in zwei Bereiche abdecken. Mache ich vielleicht sogar mal so, weil ich glaube, hier war ja auch noch einer. Dann funktioniert das vielleicht. Ja, das hinten hat er gefunden. Dann kommen auch mal wieder ein paar Steine rein. So, ich habe eine zweite Kiste. Wo war denn mein Baumsam-Dude? Oh. Loch-Dude und... Ah, das ist der Sam-Dude. Dann mache ich Loch-Dude und Baum-Dude schon mal zum Wald. Oh. Schon wieder was. Roboter-Team erstellt, Roboter hergestellt, Roboter angelernt. Oh yeah. Oh, jetzt kriege ich sogar mal wirkliche Sachen, die ich produzieren kann. Nämlich ein einfaches Rad und einfaches Zahnrad kann ich jetzt herstellen. Die brauche ich dann für weitere Gebäude und so ein Kram. Nice. Dann mache ich hier noch eine Ladergruppe. Ihr seid gelb und ihr seid die Lader. So, rein mit euch. Das Ausrufezeichen bedeutet halt jetzt, dass ich bei diesem Gebäude was Neues herstellen kann. Aber ich habe jetzt meine Bots, die hier automatisch Sachen erstellen. Kann ich denen ja einfach mal sagen, dass sie das da bauen sollen. Findest du das? Baubrett, Dude. Hallo? Da ist was zum Bauen. Ah ne, der braucht Stämme. Okay, ich habe mich vertan. Der braucht gar keine Bretter, sondern Stämme. Dann bringen mir leider meine Baududes nichts. Muss ich selber nochmal drauf rumhüpfen. So. Genau, hier kann ich jetzt einfaches Rad und Zahnrad machen. Was ich aber erstmal... wenn ich Sachen lösche, dann habe ich die hier so in mein Inventar und dann kann ich die überall hinsetzen, wo ich hin will.
Das ist ganz praktisch, weil dann kann ich sozusagen jetzt das hier zu meiner Bau-Area machen, wo ich einfach immer alle Sachen aufbaue. Und dann verschiebe ich sie einfach dahin, wo ich sie haben will. Weil später ist der Bereich, in dem man sich ansieht, ziemlich groß. Und dann will man vielleicht nicht nach hier ganz hinten laufen, um irgendwas zu bauen. Weil dann muss man die ganze diese Wege wiederholen, dann dauert das umso länger. Sondern lieber direkt neben dem Lager. Das ist ganz praktisch. Mache ich denn als nächstes? Ich wollte den Samen-Dude ändern. Genau. Wenn du einen Samen hast, dann... Ach nee, der pflanzt sie direkt ein. Nee, nee, mach du mal weiter, was du machst. Ich brauche einen neuen Samen-Dude. Mach weiter. Ich brauche jetzt hier einen Samen-Dude, der meine Samen in die Kiste packt. So rum. Ein Lagersamen-Dude. Okay. Was ist das eigentlich mit diesem Paul? Kann mir das mal jemand erklären? Ich weigere mich sonst, dem Wunsch Genüge zu tun. Es wird immer im Twitch-Chat wird nach einem Paul gefragt, den man grüßen soll. Oder im YouTube-Chat. Ich glaube eher im YouTube-Chat. Im Twitch-Chat immer erst danach. Okay. Ja, wenn es keinen Paul gibt, dann muss man ihn wahrscheinlich auch nicht grüßen. Ja, dafür. Dann mache ich doch schon mal. Fange ich mal an mit diesen Zahnrädern und diesem Quatsch. Haben wir noch zwei Truhen hier hin. Kann ich gleich noch gebrauchen. Hier gibt es keine Pauls, was? Swift Rage. Das ganz Praktische ist, ich kann in diesem Spiel kann ich direkt mit dem Maus rausgehen, weil ich das ja mit, so mit WASD die Kamera steuere. Ich direkt in einem Fenster auf dem Zweitbildschirm. Das ist richtig Premium. So, die kleine Produktion läuft auf jeden Fall. Ich muss gerade gar nicht mehr so viel machen. Ich kann aber noch ein paar Roboter aufladen. Aber so langsam läuft es von selbst. Mache ich mal einfache Räder. Dafür brauche ich Bretter. Du machst einfaches Rad. Würfel dieses Brett. Aber das ist das, was ich daraus mache. Merkwürdig. Muss ein cooler Typ sein, dieser Paul, wenn so viele Leute ihn mögen. Also da bin ich mir jetzt mittlerweile echt sicher. Es muss auf jeden Fall ein cooler Typ sein. Cooler Dude! So. Dann brauche ich noch jemanden, der die Räder transportiert. Fehlt mir noch ein Samen. Ah. Wo ist denn der Dude 2? Weil, den kann ich jetzt aber sagen, statt die Samen einzusammeln, soll er hier die einfach aus der Kiste nehmen. Uah. Muss nicht meinen ganzen Code kaputt machen. Oh, was fehlt jetzt noch? Ne, der Samen fehlt noch. Okay. Frage ist, habe ich ihn jetzt gerade kaputt gemacht? Was hat denn der gerade in der Hand gehabt? Oh, er hat einen Samen in der Hand, glaube ich. Komm mal her, mal lieber. Weil das ist jetzt gerade so ein Fall. Ich würde jetzt gerne die Schleife starten. Aber dann geht er zum Stauraum Pfahl und will einen Pfahl rausnehmen, obwohl er einen Samen in der Hand hat. Und man kann halt immer nur eine Art
einen Typ von Item tragen. Also ich kann jetzt 4 Samen halten, aber ich kann nicht einen Samen und ein Brett halten. Und deswegen muss ich ihm erst sagen, leg jetzt mal alles ab und dann kannst du starten. Weil sonst kann er das Brett endlich nicht aufnehmen. Und um den Samen muss ich mich jetzt gleich kümmern. Das passiert ist halt, wenn man halt Roboter mitten in ihrer Schleife unterbricht. Dann muss man erstmal Bugs fixen. Richtig verrückt. So, du lagerst das einfache Rad. Der lager einfach Rad, Dude. Ja, ich mache wieder das Schleifensystem, was ich jetzt sonst immer für Kisten verwende. Es hat halt den Vorteil, dass das bringt einem später vor allem was, dass wenn erkannt wird, dass die Kiste voll ist, ist da meistens noch so Platz für so 5% der Füllmenge. Das heißt, wenn da jetzt 25 Sachen drin sind, zeigt es an, dass es voll ist, schon bei 22 Items oder so. Und dann kann ich zum Beispiel noch 3 Items reinlegen und die Kiste ist nicht proppevoll. Das heißt, ich habe immer noch einen Ort, wo ich die Items reinlegen kann. Weil ich habe jetzt erstmal keine Möglichkeit, Items direkt zu löschen. So eine Taste gibt es hier einfach nicht. Stellt euch mal vor, die wären im McDrive. Die müssten sich entscheiden zwischen Pommes, Getränk und Burger. Schon, wenn man nur eine Sache halten kann, dann ist es... Es ist schon scheiße, ne? Was würde man denn nehmen, wenn man nur eine Sache halten könnte? Pommes, Getränke oder Burger? Also wenn man die Pommes nimmt, dann hat man auf jeden Fall danach ein Pappmaul und hat richtig Durst. Also ich würde sagen, entweder Getränk oder der Burger. Das sind Fragen. Das sind Fragen. So, einfaches Rad. Dann mache ich aber noch die Crafting Bench für ein anderes Rad. Und ich gucke mir an, was ich sonst noch so für Quests gerade habe. Werkzeuge, was fehlt denn da noch? Ach, Spitzhacke herstellen. Warte mal. Axt? Ich habe ja immer noch keinen Spitzhacken-Dude. Spitzhacken-Dude. Da. Und ich baue noch einen Stock. Aber ich muss auch langsam mal Stöcke sammeln lassen. Von einem. Alles in eine Tüte packen und die Tüte tragen. Ja, würde funktionieren. Danach kannst du alle Sachen nacheinander rausnehmen und dann einzeln essen. Das funktioniert schon. Passt eigentlich nur. Da fehlt nur noch eine Schleife. Und zwar bis das Ding hier voll ist. Perfekt. So. Nice. Dann gibt es nämlich auch mit mal ein paar frische Spitzhacken. So. Nächste Werkbank. Ich finde es gerade echt immer praktisch, immer wenn ich gerade den nächsten Roboter brauche, ist einer da. Das ist sehr, sehr gut. So muss es laufen. Noch ein paar mehr Truhen, weil Truhen sind einfach nur geil. Dann noch einfaches Zahnrad. Dafür brauche ich dich. Das einfache Zahnrad, Dude. Ich brauche. Vielleicht muss ich mal meine Brettproduktion ein bisschen weiter aufheizen.
Das brauche ich jetzt nämlich, glaube ich, ordentlich was. Wie kommst du darauf, dass ich vom Eisdorf-Bot dazu gezwungen wurde, dieses Spiel zu spielen? Weil er auch ein Roboter ist. Denkst du, die haben sich gegen uns verschworen? Das wäre ziemlich fatal. Achso, noch das Lager vom einfachen Zahnrad. Oh, ich glaube, ich brauche bald noch einen Lader. Ich habe mittlerweile mehr Bots. Ich habe schon fast 25. Ja, man sollte vielleicht keinen Bots vertrauen. Das war, glaube ich, auch noch nie eine gute Idee. So, dann wird das auch eingelagert. Sie haben den Automod auf dem Gewissen. Ja, ich war in dem auch noch hinterher. War ein guter, der Automod. So, ein bisschen mehr Tee. Erstmal ein bisschen. Ah, ich mach mal hier das zu. Ein bisschen den Bots zugucken, was sie so machen. Sind schon alle ganz, ganz fleißig. Man sieht jetzt, hinten werden schon mehr Bäume angepflanzt. Dadurch, dass da jetzt neue Löcher gekommen sind, sind sie schon viel dichter auf dicht gedrängt. So, Tee ist da. Oh, jetzt habe ich sogar noch mehr Bots. Jetzt muss ich mal langsam hinterherkommen, dass ich die alle verbrauche. Ah ne, das war noch nicht aufgeladen, ne? So, dann nehme ich mal dich als Truhe, setz dich mal dahin. Oder dann habe ich noch einen Stocksammler. Stock. Der Lager Stockdude. Stockdude. Wow. So, Stock kommt da rein. Bis die Kiste wieder voll ist, so viele Stöcke aussammeln, wie in deine Hand passen und so viele reinlegen, bis nie Hände leer sind. Perfekt. Fische fehlen. Es gibt Fische, es gibt Fische. Ich brauche nur Wasser und ich brauche auch irgendeinen Angelstock oder sowas. Oder eine Angel. Aber eine Angel ist sehr weit weg von dem jetzigen Spielstand. Angelstock will, glaube ich, sogar schon bald gehen. Ich guck mal wieder in die Quests rein, was es da gerade so gibt. Genau, Spitzhacken stelle ich ja her. Oh, ich kann mich langsam mal um Beeren kümmern, um was zu essen. Die Pilze kann ich auch mal. Und dann Siedler. Okay. Geht in großen Schritten Richtung Forschung. Dann mache ich schon mal so einen Siedlersamenspender und einen Siedlerbrutkasten und vielleicht auch eine Forschungsstation. Und dann werde ich euch gleich noch zeigen, was die Dinger so machen. Ja klar, wohne ich neben dem fucking Meer. Aber es gibt auch einen Unterschied hier im Spiel zwischen Süßwasser. Hier oben ist hier Süßwasser. Warte, man muss das sehen. Da unten rechts Süßwasser. Und hier ist Meerwasser. Cool, ne? Und man kann nicht alles mit allem machen. Aber hier sind auf jeden Fall schon mal ein paar Beeren. Dann mache ich gleich mal so ein... Du bist der Bärschlag-Dude. Ja. Welche Art von Beeren kann man sich selber ausdenken?
Okay, ich glaube, man braucht einen Stock am Anfang und dann und drauf fahren. Nice. Oh, macht das vielleicht sogar da? Da sind richtig viele. Oder? Ja. Mach's mal da. Das machst du. Bis die Hände leer sind. Und das machst du, bis die Hände voll sind. Und ja, viel Spaß. Gibt auch eine andere Möglichkeit, man kann auch einen Bot beauftragen, dass er anderen die Werkzeuge gibt. Aber ich hatte bis jetzt immer so das Gefühl, dass diese Möglichkeit mit dem Dezion sich selber irgendwie besser funktioniert. Weil ein Bot kann halt auch immer nur ein Werkzeug tragen und dann muss er halt 80.000 Mal hin und her laufen. Später. Deswegen. Und du brauchst für jedes Werkzeug dann auch einen eigenen Bot. Und solange du die Werkzeuge relativ nah halt am Ort des Geschehens, wo sie halt auch ihr Tatas führen, irgendwie machst, dann geht das schon. Und später werden die Werkzeuge auch besser, dann verbrauchen die sich nicht so schnell. So, Beeren, Beeren, Beeren. Meins, meins. Meins. Und meins. Dann werde ich, glaube ich, eine eigene Bär. Wo werde ich denn Bären anbauen? Ich werde auf jeden Fall eine Bärenfarm erstellen. Vielleicht hier oben. Okay, ja. Machen wir das mal so. Dann mache ich jetzt nämlich einen Torfstecher. Höhö. Stecher. Oh, so weit kann ich nicht schreiben. Der nimmt sich. Einen Spaten und fängt hier an zu graben. Und zwar. Ja, wie viel Platz brauche ich denn? Ja, schadet schon nicht. Der kann einfach mal arbeiten. Vielleicht ist er irgendwann fertig. Es wird nämlich ein bisschen dauern, bis er die Sache, glaube ich, ausgestochen hat. So, bis die Hände voll sind. Ja, viel Spaß. Oh, ich brauche mehr Bretter. Ich verbrauche zu viele. Oder habe ich ein Problem bei der Produktion? Ja, Brett. Ah, es macht immer noch der gleiche. Produziert und transportiert. Vielleicht kann ich das als erstes mal aufteilen. Dann verbraucht er weniger Zeit. Ist ein bisschen effektiver. Lagern Brett. So, Brettjut. Weil dann kannst du nämlich. Ah ne, du kannst nur einen Stamm nehmen. Dann ist egal. Dann mach du einfach, bis das Ding voll ist. Und der Lagerbrett. Oh, ich muss die gleich mal wieder zuordnen in Gruppen. Und du nimmst aber nur das Brett. Und trägst es rüber. Beziehungsweise mehrere. Weil du kannst es. Ja, aber nicht, kleiner Bot. Das Spiel ist so crazy. Es sind jetzt schon 1,5 Stunden vergangen, Mann. Ich fühle mich so, als hätte ich nichts geschafft. Oh Mann. Aber ja, wobei, es hat sich ja schon ein bisschen was geändert. Ich finde es auch erstaunlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Musik ist immer gleich, aber sie ist mir bis jetzt noch nicht auf den Nerv gegangen. Das schaffen nicht viele Lieder. Ah, da sind schon mal ein paar Beeren. Was fehlt hier noch? Bretter. Ja, ich brauche mehr Bretter. Ich glaube, ich erhöhe sogar mal die Brettproduktion sogar. Ah, du machst das auch.
Wenn du keine mehr findest, dann gehst du auch schon rüber. Einfache Werkbank. Mache ich aber noch eine zweite Person, die noch mehr Bretter produziert. Weil ich werde es brauchen. Ich bin Junge und brauche die Bretter. Ich hatte gestern einen extrem tollen Moment. Als, ich glaube, ich hatte ein Video von Valulis Daily geguckt und hatte dann dadurch mitgekriegt, dass das Freezo wieder so ein Zerstörungsvideo veröffentlicht hat, Zerstörung der Presse. Und ich fand es ganz witzig, dass ich gerade in den letzten Tagen wieder so wenig Nachrichten irgendwie mich informiert habe, über Nachrichten informiert habe, dass ich die Reaktion auf die Reaktion von dem Video. Das erste, was ich darüber gelesen habe, war die Reaktion auf die Reaktion von dem Video, weil die sich ein Video von Valulis mehr mit der Reaktion von der Presse auf das Video selbst eben bezogen haben. Das war so eine komische Inception. Nicht mit der eigentlichen News beschäftigen, auch nicht mit dem, was die Presse daraus schreibt, sondern erstmal, dass jemand anderes darauf kommentiert, wie die Presse reagiert hat. Vielleicht sollte ich auch einfach mal wieder ein bisschen mehr Nachrichten angucken. Das könnte es auch bedeuten. Aber habt ihr das gesehen? Geht ja auch wieder eine Stunde lang. Okay, da werden. Brauche ich noch einfaches Zahnrad. Und. Ach nee, ach, jetzt habe ich das falsche Ding gebaut. Ich brauche einen Hardblock. So doof. So doof. Das Video von Rezo. Danach habe ich es mir auch angesehen. Weil ich gedacht habe, das wird bei dem schönen Studiengang, den ich studiere, Medien- und Kommunikationswissenschaft, sollte man sich das vielleicht schon mal angucken. Könnte vielleicht interessant sein. Zumal ich auch das letzte Video von Rezo ziemlich interessant fand. Ja. Ja, es ist wieder gut recherchiert. Ich finde es nur ein bisschen merkwürdig, dass er halt irgendwie. Das Video heißt halt Zerstörung der Presse und praktisch irgendwie im zweiten Satz sagt er, das Video wird nicht die Zerstörung der Presse sein, sondern irgendwie so eine zum Teil loben, als auch irgendwie so ein paar Hinweise darauf, was irgendwie falsch läuft. Das ist schon so. Ja, die Überschrift war schon extrem YouTube-reißerisch. Also, klar, dann hat es halt auch so einen Bezug auf sein vorheriges Video. Ja, beziehungsweise, okay, das Video halt über die CDU, der hat ja viele andere Videos gemacht. Oder macht auch viele andere Videos. Das fand ich. Ja. Aber es geht ja schon ein bisschen am eigentlichen Thema vorbei, die Überschrift von dem Video. Finde ich. Also das, was er da im Video macht, ist ja nicht wirklich die Presse zu zerstören, sondern er weist darauf hin, wo gute Arbeit und wo schlechte Arbeit gemacht wird und wie schlechte Arbeit aussieht und wie gute Arbeit aussehen könnte. Ach so, dass die, jetzt könnt ihr auch meinen, dass die Presse sich selbst zerstört. Beziehungsweise woran die Presse kaputt geht. Daran habe ich gar nicht so gedacht. Ja. Ah, das ist voll interessant, weil ich hatte diese Intention irgendwie gar nicht, das so zu verstehen. Dass sich praktisch die Presse selbst zerstört und darüber ein Video macht. Weil irgendwie aus dem Videotitel habe ich es eher so verstanden, dass er halt mit diesem Video die Presse zerstören will. Also als YouTube, wie die Presse jetzt auch sagen würde, YouTube-Sprache zerstören. Aber klar, ja, nee, so ergibt es natürlich viel mehr Sinn. Nee, dann kann ich den Videotitel voll nachvollziehen. Ich finde es nur interessant, weil er ist halt auf so zwei Möglichkeiten irgendwie interpretierbar. Weil ich finde,
Man kann das auch so verstehen, wie ich es halt jetzt am Anfang erst verstanden hatte. Aber sogar gibt's. Würde es mehr Sinn ergeben. So. Mit der Brettproduktion geht's weiter. Auch echt mehr Bretter. Ja. Das ist halt nur in dem Moment irgendwie so schade gewesen, weil er halt selber halt in dem Video so von reißerischen Überschriften schreibt und wenn man das halt nicht so versteht, wie du das jetzt gerade erklärt hast, mit dem, dass die Presse sich selber praktisch zerstört und er darüber ein Video macht und nicht, dass er die Presse zerstören will mit diesem Video, dann wirkt das halt komplett anders irgendwie und so, dann kann man das, diesen Punkt an für sich halt nicht ernst nehmen, weil er ihn dann selber nicht befolgen würde. Das ist ganz interessant, dieses Missverständnis dann. So, ich glaube, jetzt füge ich mir mal die einfachen Zahnräder hinzu. Ich habe ja, glaube ich, mittlerweile genug. Ja, zwei Stück. Euch nur jeweils. Upp. Ja, Siedlersamenspender. Hier ist eine kleine Kapsel. Ist eine Kapsel Siedlersamen. Oh ja, gleich geht's los. Die Überschrift zeigt aber auch mega gut, wer das Video gesehen hat und wer nicht. Also Leute, die ihn zum Beispiel dafür kritisieren, dass er die Presse zerstören will, da merkt man weiter als die Überschrift. Das stimmt natürlich auch. Das stimmt auch. Daran kann man gut erkennen, wer sich das Video angeguckt hat. Vielleicht war das ja auch seine Taktik. Einfach nur zu checken, wer hat es über die Überschrift hinaus geschafft. Ja, Stunde Video ist ja schon viel Arbeit, ne? Also gerade als Journalist. Mit relevanten Dingen beschäftigen und das eine halbe Stunde lang, eine Stunde lang, ist schon hart. Mach ich mal Beeren sammeln. Beeren sammel-Jut. Weil er sammelt dann einfach hier mal die Beeren. Boah, ich habe keinen Bock, da die ganze Zeit hin und her zu laufen. Warum selbst machen, wenn man ganz viele Roboter hat? Ich sammle einfach mal ein. Ah, jetzt hat sie schon ein bisschen was getan. Warte. Natürlich noch, bis die Kiste voll ist. Ja. Jetzt darfst du. Oh, der ist immer noch im Graben. Ja, gute. Zock mir lieber Games. So, ich glaube, ich sortiere jetzt mal ein bisschen hier. Bretter. Zara mache ich auch einfach noch in die Brettproduktion mit dabei. Ja, ich glaube, das war's. Holzverarbeitung. Dann mache ich noch eine Bautruppe. Mache ich mal blau. Die Bautruppe. Oh, habe ich Baustruppe? Baustruppe. Oder Baustruppe? Bautruppe, bitte. Eieiei. Ja, Stammjut. Ich könnte auch mal die Dinger noch upgraden. Die kann man nämlich noch höher machen. Brauche ich aber auch schon mal das Ding. Und den füge ich hier noch hinzu.
Einrad-Dude. Einrad. Spitzhacken-Dude Stamm. Das war noch. Wald. Torfstecherhöhe. Wow. Okay, ich glaube, ich fange mal an, den ersten Siedler zu machen. Und zwar. Ich glaube, dafür musste man ein paar Beeren mitnehmen. Dann kann man hier reinwerfen in den Spender. Nicht? Kann man hier? Ach so, geht das. Mit Linksklick. So, und jetzt habe ich hier einen Siedlersamen. Ach nee, das geht auch einfach so. Ich muss gar nicht. Ah, ich brauche gar keinen Bären dafür. Okay. Ich hier so einen Siedler. Den kann ich hier reinlegen. In den Brutkasten. Jetzt brauche ich aber, glaube ich, die Bären. Soll ich jetzt hier reinlegen? Dann sieht man jetzt, wie unten die Essensanzeige voll wird. Brauche ich noch ein bisschen was? Ich glaube, einen. Ich nehme mal alle mit. So. Und. Ein kleines Baby! Hurra, du hast neues Leben in diese Welt gebracht. Siedler schenken dir ihre Gunst, wenn du ihnen Nahrung gibst. Badam! So, da haben wir unsere schöne Bedürfnispyramide. Level 1, Nahrung. Ich bin mit dem anderen Spielstand jetzt hier. Und es geht wohl bis nach ganz oben. Ja. Dann haben wir ein kleines Baby, das wir füttern müssen, ne? Na du Kleiner. Gebe ich dir mal was zu essen. Oh, da ist er glücklich. Steh da auf dem Kopf, so glücklich ist er. Toll. Und er wackelt mit den Beinen. Ja, mein erstes Kind. Nice. Oh, es hat gekackt. Siedlergunst. Nice. So, dann brauche ich zwei Stämme. Weil ich muss hier noch die Forschungsstation fertig machen. Ja, und noch zwei Steine. Oh, noch mehr Gunst. Ganz viele Herzchen. Zwei Steine. Eins, zwei. So, wieder ein bisschen drauf rumhüpfen, bis es Form annimmt. Du bist bereit für eine aufregende wissenschaftliche Entdeckungsreise. Ich hoffe es. Alle verfügbaren Forschungen werden hier zusammengefasst. Klicke auf einen Eintrag, um zu sehen, was zur Forschung benötigt wird, sowie alle damit verbundenen freigeschalteten Technologien. Hm. Du kannst nun sämtliche Level 1 Technologie erforschen. So, also es gibt hier nicht nur diese Aufgaben, sondern es gibt jetzt hier auch die Forschung. Da sehe ich, was ich jetzt alles so erforschen kann. Also das wäre jetzt ein Bereich oder das hier wäre ein Bereich. Hier brauche ich 20 Gunst, hier 50, 100, 100 und so weiter. Und wenn ich einige Forschungen abschließe, dann schalte ich hier einen neuen Bereich frei. Und das geht dann immer so weiter, bis man ganz viel Zeug hat. Dann kriegt man irgendwie einen Dampfzug und ein Schloss oder bessere Roboter oder mehr Spaß. Ja. Leute, jetzt fängt es erstmal hier oben an. Kriege ich hier eine Klinge, Hammer und Angelstock. Oder Eimer, Flüssigkeiten, Shit, gut. Oder hier kann ich Sachen kochen. Und hier kriege ich eine Hütte für meine Siedler und Werkzeuge und bessere Roboter. Alles, 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 alles. Ja, ich finde es doch gut. Dann können wir jetzt erstmal alle ein bisschen runterkommen. Und dann geht es gleich weiter mit Butcher und dann werden erstmal ein paar Köpfe abgetrennt. Ist doch super. Und morgen, dann wird es auch wieder niedlich. Dann gibt es erst Animal Crossing mit ich glaube, ja, so von der Niedlichkeit ist das etwa auf diesem Niveau hier. Vielleicht sogar noch niedlicher. Und danach Dead Space 2 Hard Mode mit Anton. Der meint, das wird ultra, ultra schwer. Und Dead Space ist, glaube ich, auch ab 18. Also richtiges Konterprogramm. Ist doch super. Dann ist genau was für die unter 18-Jährigen da und vielleicht die 6-Jährigen für das Spiel hier. Auch wenn sie das mit dem Programmieren vielleicht nicht so ganz verstehen. Und für die über 18-Jährigen. Perfekt.
Ich glaube, ich brauche noch einen Laderoboter. Ein Ladedude. Ich habe gerade nämlich wieder zu viel selbst aufgeladen. Ach, jetzt habe ich nicht auf Aufnahme gedrückt dafür. So. Du machst es in dem Bereich. Endlos. Endlos. Das einmal kopieren. Und, ups. Den Bereich hier ein bisschen rüber verschieben. Also. Genau. Also ich habe auch noch vor, Schlacht um Mittelerde fertig zu spielen. Ich wollte jetzt gerade nur mal das Spiel ein bisschen präsentieren, weil es mich jetzt einfach in den letzten Tagen so hart gehuckt hat. Und ich finde, das ist ein ganz cooler Geheimtipp für die Leute, die so ein bisschen Fable für solche Spiele haben. Und ich weiß auch nicht, ob ich es dieses Wochenende schaffe. Ich habe nämlich noch was anderes vor. Aber vielleicht muss ich noch gucken. Vielleicht mache ich am Sonntag dann weiter. Aber vielleicht auch nicht. Aber irgendwann. Nächste Woche. Spätestens. So. Dann suche ich mir, glaube ich, nochmal einen neuen Bot. Ich finde es super, dass die ganze Zeit, immer wenn ich einen brauche, ist einer da. Lochgraben. Für Bären. Bär. Loch. Dude. So geht's vielleicht einfacher. Jetzt juckt die ganze Zeit meine Nase. Unglaublich. Meinst du, ob ich dieses Spiel zu Ende spiele? Weil das ist viel Aufwand. Ich glaube, ich habe jetzt hier auch schon bestimmt 50 Stunden drin. Und ich bin vielleicht bei der Hälfte. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so das Mega-Spiel zum lange Zugucken. Aber ich wollte es halt jetzt einfach mal zeigen, dass es das gibt. Aber ist auf lange Sicht jetzt nicht ultra interessant, weil man halt viel dann einfach codet. Was mache ich da eigentlich? Schwachsinn. So, das passt schon. Ja. Nee, das ist einfach zu viel Zeitaufwand. Also die Sache ist halt, merkt's, der Fortschritt ist relativ langsam. Und das zieht sich auch die ganze Zeit so weiter durch. Also man macht einen guten Fortschritt, man merkt es auch. Aber im Verhältnis, ich habe zum Beispiel, ich habe noch nichts hiervon erforscht gerade. Und davon gibt es noch ganz viele. Und jetzt brauche ich gerade noch 20 Kunst, aber später brauche ich irgendwie 40.000. Also klar, man kriegt auch mehr. Wenn man mehr befriedigt und so, dann kriegt man später 10 Kunst pro Siedler und dann 100 und dann 1000. Aber ihr werdet es gleich, warte mal, es ist so, glaube ich, sogar auch bald schon so weit, dass ich meinen richtigen Spielstand reveale. Mache ich, glaube ich, mal so in 10 Minuten. Und spiele da noch so ein bisschen, dass ihr seht, wo das dann hinläuft. Ja, aber es dauert halt schon lange. Aber es ist halt, es war bei Stardew Valley, ist zum Beispiel ähnlich, deswegen würde ich halt so ein bisschen mit Factorio und Stardew Valley irgendwie so vergleichen, dass es irgendwie so ein Mischling aus den beiden wäre. Und noch irgendwas anderem, keine Ahnung. Weil da ist der Fortschritt auch sehr, sehr langsam. Man braucht sehr, sehr lange. Man macht sehr, sehr oft die gleichen Dinge. Aber es ist halt einfach cute. Und einfach irgendwie beruhigend. sehr schön zum Runterkommen. So, du bist wieder leer. Ach, ich habe einen Fehler gemacht. Scheiße. Nein, 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 hör auf, hör auf, hör auf. Und zwar
Du sollst eigentlich nur... Ja... Das wäre am besten. Dass er halt nur so einen Streifen abgrast, weil wenn man durch Büsche läuft, dann wird man sehr, sehr stark verlangsamt. Das wird nämlich auch noch so ein Thema in diesem Spiel. Man kann dann halt Gebäude bauen und man kann Straßen bauen und auf Straßen sind die Bots schneller und Gebäude brauchen sie, damit bestimmte Crafting Stations funktionieren und solche Dinge. Also es wird noch ein bisschen komplexer. Und deswegen versucht man auch, dass die Bots halt genug Platz zum Laufen haben. Und deswegen mache ich die Löcher hier mal wieder zu. Weil ich will jetzt hier gleich Beeren anpflanzen. Und dann brauche ich die nicht. Weil dann können die Bots hier einfach durchlaufen in der Mitte. Und müssen nicht ganz langsam... Oh, jetzt habe ich... Ah, das ist das Richtige doch. Warte mal, habe ich den richtig eingestellt? Ja, ist richtig. Okay. So. Dann... Dann Beartude. So, dann kann er nämlich hier in diesem ganzen Bereich, wo dann Löcher kommen, neue Beeren anpflanzen. Da kann man nämlich auch einfach die Beeren in so ein Loch legen und dann wachsen dann neue Büsche. Und dann kann ich noch mehr Beeren sammeln. Nämlich ganz viel Essen. Für meine Siedler. Genau. Das sollte so funktionieren. Und dann mache ich jetzt gleich noch einen Roboter, der dann diesem kleinen Siedler hier Essen gibt. Das Spiel habe ich auf Steam geholt. Gibt's bestimmt vielleicht auch auf anderen Plattformen. Ich hatte es da im Sale geholt für 50% reduziert oder so vor einer Woche. Ja, ich glaube, normal kostet es irgendwie 20 Euro und sonst dann. Ich hatte es, glaube ich, für 10 Euro geholt. 10 Euro ist auf jeden Fall wert. Bei 20 Euro muss man sich halt überlegen, ob man dieses Art von Spiel mag. Wenn man die Art von Spiel mag, würde ich auch bestimmt locker 20 Euro dafür bezahlen. Ansonsten sollte man drüber nachdenken. Und das dann erst im Sale holen. So, habe ich noch einen? Dann Siedler füttern. Du gehst einfach nur zu dieser Kiste. Und gehst dann zu dem Siedler. Genau. Suchbereich. Machen wir mal noch ein bisschen weiter in die Richtung größer. Ja, und gibst ihm das. Das war's eigentlich schon. Mach nur noch ein paar Schleifen rein. Damit er effektiver wird und mehr Beeren benutzt. Also dieses, bis die Hände voll sind und bis die Hände leer sind, das ist halt klassisch, damit sie halt ihre ganze Tragekapazität nutzen. Das sind jetzt keine großen Hacks. So, dann baue ich das mal noch fertig hier. So, ich muss noch einen dritten Siedler. Hatte ich nicht einen zweiten Siedler hergestellt? Nö. Oh. Dann stelle ich mal noch zwei Siedler her. Und erweitere hier mal die Lagerstätten, weil dann passen da jetzt 60 jeweils rein und nicht nur noch 25. Und ich brauche noch einen weiteren Roboter, der jetzt die Gunst sammelt. Gunst sammeln und sie halt dann zur Forschungsstation bringt. Wir sammeln und dahin bringen. Damit sie auch benutzt wird. 16 fehlt noch. Dann gibt es die nächste Forschung. Genau, bis die Hände leer sind. Und das einfach immer weiter. So. Und er sammelt jetzt fleißig hier die Gunst. Und der wird gefüttert. So, und jetzt habe ich auch neue Beeren schon.
Jetzt verschiebe ich nämlich mal hier den Typen gleich hier rüber. Dass er nämlich hier dann weitermacht, weil jetzt mache ich hier die Bärenproduktion auf. So, Bären angelöst, Bären angepflanzt und eingelagert. Was gibt's dafür? Abenteuer-Oberteil. Cool, ich habe das Oberteil von Link bekommen. Ja, der Bär sammelt gut, kann ja noch fertig sammeln eigentlich. Ja. Der Dada-Dude kann da mal bleiben. So, nächste Forschung wird bald fertig sein. Gucke schon mal fix aufs Handy. Ach ja, YouTube, Twitch. Ihr seid meine liebsten Freunde. Ihr seid so stabil. Eieiei, ich glaube, ich brauche noch mehr Ladabots. Da sind schon wieder zwei ausgefallen. Ladder Dude! Auf geht's! Rette die anderen! To the rescue! Hilf deinen Brüdern! Ich find's so auch so niedlich, dass sie halt so aufgezogen werden. Das ist ganz witzig. Und ich bin wieder auf Twitch weg. Aber naja, was soll man machen, ne? Was ist denn im Moment eigentlich los? Ich frage mich mittlerweile, ob es an uns liegt oder an dem Programm. So. 4 Forschung fehlt noch. 4 Gunst. Dann lege ich einfach mal dich noch dazu. Du kleines Baby. Oh. Ja, die Babys haben natürlich auch 4 verschiedene Hautfarben. Es gibt alles von ganz hell bis ganz dunkel. Keine Sorge. Das Spiel hat an alles gedacht. Michi, ich glaube nicht, dass es an dir liegt. Dass der Stream nicht laufen will, das darüber bestimmt nur eine höhere Macht. Ah, hier kommen ganz viele Bären. Ich glaube, vielleicht brauche ich sogar bald einen zweiten Schlag und Sammeldude. Es ist halt ganz schön, wenn man halt irgendwie weiß, man hat jetzt so die ersten Produktionen gemacht, man muss sich jetzt gerade erstmal nicht mehr um Werkzeug kümmern, weil das läuft automatisch. Man muss sich gerade nicht um Holzfällen kümmern, das läuft ja automatisch. Das ist sehr, sehr... Das ist ein beruhigendes Gefühl. Genau, um 10 nach. Zeige ich euch mal das Replay von meinem privaten Versuch, wie das so aussieht mit der Zeit. Und dann zeige ich euch mal meinen jetzigen Spielstand noch. Genau, ganz viele neue Dinge, die freigeschaltet sind. Aber dafür bräuchte man auch neue Werkbanken, damit man die alten jetzt nicht überschreibt. Werkbanken, wow. Sendeschleife läuft stabil, okay. Das ist echt merkwürdig. Die Leute streamen zu viel im Moment. Also jetzt kann ich eine einfache Klinge machen, einen hölzernen Hammer, einen Angelstock, damit kann ich jetzt auch fischen gehen. Und einen einfachen Kescher. Auf
Fangenköder und Blutegel. Ja. Mal gucken, ich versuche jetzt mal die nächste. Oh, gleich habe ich die Forschen. What? Wieso machst du gerade nicht? Ach so, es läuft. Ach, die Forschung ist ja schon fertig. Ich muss eine neue auswählen. Mach ich hier mal. Aber das mit dem Brett. Ich muss immer noch ein Item darüber tragen, immer. Und dann kann es beginnen. Das ist immer so ein jeweiliges passendes Item. Wenn es irgendwas mit Holz zu tun hat, dann ist es ein Brett oder sowas. Ja. Ganz viele Beeren. Ihren schlagen. Und da ist schon wieder ein Bot ausgefallen. I hate it. Fehlen mir auch noch welche. Ich hatte in meinem ersten Spielstand habe ich das Ding hier automatisiert mit den Siedlersamen und den Brutkasten. Es war aber relativ dumm, weil dann habe ich halt mal kurz nicht hingeguckt und dann habe ich sau viele von denen produziert. Und dann hatte ich, glaube ich, irgendwie 150 Siedler oder so. Das Problem ist halt, es ist relativ schwierig, Items zu löschen. Später gibt es Möglichkeiten, einfache Items zu löschen, aber keine Lebewesen. Also keine Kühe oder keine Siedler oder sowas. Und jetzt habe ich halt immer noch so 150 Baby-Siedler bei mir rumgammeln. Und weiß nicht, was ich mit denen tun soll. Aber ja. Weil ich kann die halt nicht alle aufwerten. Es geht nicht. Ah, hier ist ein Kleiderschrank. Da kann man sich andere Sachen anziehen. Ist ein Wunder. Und deswegen use a condom. Richtig so. Ist nur mit Robotern ein bisschen schwierig. Na, da sind auch nochmal Blueprints. Ist mir jetzt gerade nochmal dazu gekommen. Ich hab's gerade geskippt. Ach, der einfache Roller. Den mache ich mir mal. Zeige ich euch noch. Es gibt nämlich auch so ein paar Upgrades für den Spieler selber, die man craften kann. Das ist der einfache Roller einer von denen, weil mit dem wird man ein Stückchen schneller. Einfaches Rad. Und noch eins. So. Das muss man dann auch nur einmal craften. Das kann man nicht auf seinen Roboterteilen verwenden. Aber das ging jetzt glaube ich so. Jetzt bin ich ein kleines Stückchen schneller. Gibt aber später noch bessere Upgrades, da wird's noch krasser. Aber ich habe jetzt hier so einen Tretroller. Der macht sogar Geräusche. Verrückt! So, ich speichere das mal ab. Also. Gehen wir wieder zurück ins Hauptmenü. Zeig euch mal, wo die Reise denn so hinführt. Das Ding ist, ich habe schon am Anfang gesagt, ich habe die Aufnahme abgebrochen von meinem eigenen Spielstand, weil es braucht sehr, sehr lange, um später zu speichern. Und das, man kann so einstellen, dass das Auto speichert und das habe ich immer noch auf 10 Minuten zur Sicherheit. Und dann ist das halt, ja, man denkt schon fast, das Spiel würde vielleicht gleich abstürzen. Das ist nicht so krass. Optimal optimiert. Aber ich finde die Funktion an für sich ziemlich cool eigentlich. Und zwar kann ich jetzt hier schon 44 Stunden zeigen. Und das ist nicht mein ganzes Spielerlebnis. Und das sah sehr ähnlich aus. Irgendwie hier ist wohl ein Bug.
Hier ist wohl irgendwie schwarz, ich weiß nicht warum. Aber da habe ich halt natürlich auch durchgesehen und da waren auch Strukturen von mir, irgendwelche Gebäude. Die kann man jetzt leider nicht sehen. Und die Musik ist auch ziemlich schnell. Das war ähnlich wie auch jetzt der Anfang. Nur, dass ich ein bisschen weniger Plan hatte, was ich da getan habe. Da habe ich auch die ersten Truhen gebaut. Forschungsstationen, hier den Brutkasten. Da kann man gleich sehen, wahrscheinlich, wie ich die ganzen Siedler erstellt habe, aus Versehen. Ah, hier war die Bärenfarm, die ich angelegt habe. Ja, da habe ich nämlich doch überall Bären hingesetzt. Da waren die immer sehr, sehr langsam, die Roboter dazwischen. Hier waren da Pilze. Auch schnell angesetzt. Das wäre jetzt auch sonst das nächste gewesen, was ich getan hätte. Ach genau, das mit dem Brutkasten habe ich ewig nicht verstanden, wie das funktioniert. Ich erinnere mich. Ich habe das einfach nicht verstanden, wie Brutkasten und Forschung funktioniert. Und dann habe ich ewig lang ganz viele Roboter gebaut und Sachen optimiert und Holzfarmen gebaut. Oh ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Und dann hatte ich Äpfel. Und dann habe ich es verstanden. Ah nee. Nee, ich hatte immer noch keine Siedler, aber ich hatte schon Hütten, oder wie? Ah nee, ich habe Siedler, glaube ich, hier irgendwo hingelegt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall habe ich viel Mist gebaut. Ah, da kam die zweite Generation an Robotern. Die habe ich da produziert. Die sind besser gewesen. Alter. Das war die erste Hütte. Der Wald wird die ganze Zeit fleißig abgefällt. Ich habe zwischendurch auch ein bisschen erkundet. Mach mal einen kleinen Zeitsprung. Ja, und dann ging es mit Straßen los. Ich hatte mehr Crafting Stations. Ich hatte mehr Truhen. Ich habe das erste Gebäude gebaut. Das brauchte ich für Crafting-Sachen. Dann ging es weiter. Ich habe meine Siedler umgepflanzt. Sie haben neue Behausung bekommen. Mittlerweile habe ich alle Roboter ausgetauscht, geupgradet. Dass sie alle auf der zweiten Stufe waren. Ich hatte mittlerweile hier auch so eine kleine Kolonie. Die hatte ich vorher irgendwann erschaffen. Schon relativ früh. Da wurde sich um Unkraut und Kürbisse gekümmert. Bin mal hier angelaufen. Hier ist die erste Farm gewesen. Ich habe Getreide gefarmt. Hier was für Tiere gebaut. Bisschen Gras. Parallel immer mehr Gebäude gebaut. Stein abgebaut. Ein Raumschiff gebaut. Sehr, sehr viel crazy Zeug. Noch mehr Gebäude. Dann hatte ich hier auch... Wann hatte ich eigentlich Tiere? Hat lange mit den Tieren gedauert, irgendwie gefühlt. Ja. Da hatte ich Blumen sogar schon. Blumen geerntet. Die brauche ich sogar jetzt gerade noch gar nicht. Aber hier wurde Kleidung hergestellt und Spielzeug. Hier wurde gekocht. Hier wird Ton gemacht. Hier wird alles mögliche aus Holz gemacht. Ja. Okay, das war der letzte Stand der Aufnahme. Aber dann ging es auch noch weiter. Dann ging es noch mal ein gutes Stück weiter. Spielladen. Also, jetzt zeige ich euch mal, wie viel ich jetzt habe. Es wäre auch echt cool gewesen, hätte ich noch die weitere Aufnahme von dem Spiel gehabt. Aber leider nicht. Willkommen in der neuen City. Mittlerweile gibt es Strom und Metall. Das hat sehr lange gedauert. Das ist meine kleine Metallproduktion. Und ich erzeuge jetzt auch Strom, das halt so manche Gerätschaften brauchen. Und da muss ich hier so Leitungen langführen. Ja. Es haben sich nochmal so ein paar Sachen geändert. Also die Grundstruktur ist natürlich immer noch gleich. Aber ich kriege jetzt zum Beispiel hier viel größere Siedlergunstkugeln. Wir haben jetzt zum Beispiel auch 1000 Gunst und nicht nur noch eins. Siedler sind auch ein bisschen dicker geworden.
Haben jetzt aber so ein kleines Pony, mit dem sie spielen können. Und sich hinlegen. So einen schönen Hut von mir bekommen, obwohl ihn da gar nichts bringt. Ja, ich bin auch gerade schon dabei, die nächsten Häuser zu bauen. Die sehen so aus. Aber es sind, glaube ich, die drittletzten Häuser. Also danach kommen noch zwei Stufen. Und man braucht halt immer mehr Kram, um Sachen zu produzieren. Die Produktionsketten werden halt immer komplizierter. Deswegen muss man halt sich ein bisschen drum kümmern, dass man irgendwie möglichst alles hat. Zum Beispiel, ich hatte jetzt so drei Sachen für Werkzeuge. Das hier ist jetzt mein ganzes Werkzeug. Und hier hinten geht es dann noch weiter mit Werkzeug. Und das hier ist praktisch das, was meine Brettproduktion vorher war, mit den Brettern und Zahnrädern. Und die ganzen Bots sind ausgetauscht. Die sind jetzt auf der dritten Stufe. Es gibt noch eine darüber. Und die haben jetzt alle so ein Smiley Face auf ihren Köpfen drauf. Sieht man irgendwo einen? Es kann halt gut sein, dass die Framerate jetzt gerade beim Stream ein bisschen gut runtergeht. Weil der Spiel leider auch immer mehr Arbeitsspeicher jetzt beansprucht. Ich habe jetzt mittlerweile 700 Bots. In vielen Gruppen. Ja, man verliert gerne mal ein bisschen die Übersicht. Aber es geht mit den Gruppen eigentlich. Man muss nur dran denken, das immer zu sortieren und den Leuten irgendwie passende Namen zu geben. Wir sollten auch mal die Bots austauschen, stimmt? Das ist auf, sollte man auf Twitch auch mal machen. Dieser Nightbot, der ist mir sehr suspekt. Das war früher mal die kleine Bärenfarm. Das Ding ist halt, jetzt sammle ich nicht nur Bären, sondern ich sammle jetzt die Bären. Ich habe jetzt auch bessere Items dafür, um die zu sammeln. Dann lagere ich sie ein. Dann mische ich sie mit Unkraut zu gewürzten Bären. Dann koche ich sie nochmal weiter mit Wasser und einer Tonschale zu eingekochten Bären. Dann lasse ich das erstmal so, schicke das hier rüber. Und koche dann mit den eingekochten Bären und Honig dann Marmelade. Die sieht dann so aus. Und dann nutze ich die eingekochte Marmelade, um mit Gebäck dann einen Bärenkuchen zuzubereiten, um den dann zu backen, um den dann diesen Siedlern zu geben. Und das ist dann irgendwann schon ein bisschen crazy. Das Coole ist nur, man wird halt nicht überfordert, weil es geht immer Schritt für Schritt. Man hat immer die eine Sache und aus der einen Sache kann man dann die nächste Sache entwickeln. Das heißt, es wirkt jetzt halt unglaublich what the fuck mäßig. Was brauche ich jetzt alles dafür? Aber das ist ziemlich geschickt mit diesen einzelnen Aufgaben gemacht, weil dadurch wird man da ziemlich gut durchgeleitet. Ist mir aufgefallen. Also ich habe mich nie verloren gefühlt und ich musste relativ wenige Sachen im Wiki nachgucken. Aber das habe ich meistens auch eher nur gemacht, weil es mich interessiert hat, noch Sachen zu optimieren. Und nicht, weil ich Sachen überhaupt nicht verstanden habe. Das muss man dem Spiel wirklich zugute fühlen. Ja, aber es hat Probleme. Ich sehe jetzt hier gerade die Framerate. Ich habe jetzt auch nicht den besten PC. Aber wenn ich jetzt hier gerade rauszoome und ich habe hier das Botting auf, das verbraucht dann immer noch ein bisschen mehr Leistung. Bin ich gerade bei 17 FPS. Das ist nicht schön. Wenn ich reinzoome mit dem Ding offen, ist es zwar besser, bei 24 oder so. Wenn ich es zumache, habe ich keine 17 mehr, dann habe ich eher so 25 FPS. Aber ja, es ist nicht so super optimiert. Leider. Aber ich habe jetzt natürlich auch noch zusätzliche Programme laufen. Wenn ich die nicht laufen hätte, dann wäre es noch stabiler. Aber bis jetzt ist es immer noch spielbar und noch relativ gut spielbar, deswegen. Weil die ganzen Animationen sind eh ziemlich abgehackt, deswegen fällt einem das gar nicht so hart auf, weil die eh nur auf den Sachen rumspringen. Oder irgendwie kurz was reinwerfen. Das sind ja jetzt keine realistischen Animationen. So. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, um zu überlegen, was ich eigentlich hier gerade machen wollte. Aber ich weiß es, glaube ich, schon gar nicht mehr. Ich war auf jeden Fall dabei, irgendwie meine Siedler auf die nächste Stufe zu bringen, weil ich hatte diese Häuser vorbereitet, die sie brauchen. Und sie haben dann noch... Sie brauchen dann irgendwie besseres Essen, sie brauchen bessere Kleidung, sie brauchen besseres Spielzeug. Und ich bin auch gerade schon die ganze Zeit fleißig am Erforschen hier an zwei Forschungsstationen. Dann fehlt mir auch noch was. Aber ich glaube, ich sollte jetzt noch Blutegel sammeln. Das war, glaube ich, das Ding. Und die kriege ich wohl nur im Sumpf.
Das ist halt das Problem. Ich habe jetzt auch einen Sumpf auf der Karte, da wird es sehr weit weg. Ich habe da schon eine Straße angebaut, damit sie schneller sind, die ganzen kleinen Roboter. Aber ist nicht so optimal. Ich glaube, es gibt aber sogar noch einen zweiten Sumpf, der ist da ganz hinten. Ja. Ich wurde schon wieder gebannt. Oh Mann. Auf Twitch werde ich die ganze Zeit gebannt. Was ist da los? Ja, ich habe jetzt auch wesentlich mehr Gebäude. Das geht schon. Ich glaube, ich brauche nämlich... Das Coole ist halt, man beschäftigt sich meistens nicht mit dem großen Ganzen, sondern immer nur so mit einzelnen Dingen. Was mir nämlich gerade sogar noch fehlt, ist, glaube ich, sogar noch was ganz vom Anfang. Nämlich so ein... Wie heißt denn das? So ein Kescher. Hier, der einfache Kescher, der fehlt mir sogar noch. Den brauche ich nämlich für Blutegel. Die habe ich immer noch gar nicht gefangen. Noch ganz vom Anfang. Und dafür brauche ich ein Pfahl und ein Brett. Kescher. So. Dann bitte einmal Pfahl. Das Coole ist, die Roboter können jetzt mittlerweile sogar zwei Stämme tragen. Also die können allgemein mehr tragen und zum Beispiel halt daneben zwei Stämme. Den verstaue ich im Rucksack von dem Bot, weil ich habe ja auch so einen Rucksack. Und dann brauche ich noch wie viele Bretter? Schon wieder vergessen. 5 Stück. Eieiei. Ah, das geht gerade. Ich meine, Rucksack ist voll. Wow. Bin so gut. Naja. Für die Produktion wird es, glaube ich, reichen. Genau. Wieder produzieren, bis das Ding voll ist. Also daran hat sich nicht viel geändert. Den Pfahl nehmen. Ja. Stauraumbrett. Da brauche ich halt 5 Stück. So viel können die aber sogar tragen, deswegen geht das klar. Die können, glaube ich, bis zu 6 tragen. Bis die Hände leer sind. Dann zurückholen. Wenn sie, da wurde halt, der Pfahl wurde im Rucksack verstaut. Das habe ich ja auch. Wenn ich so Werkzeuge abspeichern für kurze Zeit. Und das haben die Roboter auch. Und dann kann ich dir sagen, den Pfahl, den du verstaut hast, hol den bitte wieder zurück. Und dann fügt den auch hinzu. Und zwar wieder, bis die Hände leer sind. Das sind aber noch so Sicherungen, falls er das irgendwie vergisst, was er da tun soll. Oder irgendwie die falsche Position hat. Damit ich weniger Bugs habe, weil ich habe jetzt halt mittlerweile... 700 Roboter. Da will ich nicht mehr, dass irgendwie jeder einzelne rumbuggt, sondern dass die möglichst reibungslos laufen, auch wenn ich Sachen verschiebe. Auch so könnte das funktionieren. Ich mach's nur so, dass der Kescher... Nee, kann ich nicht machen. Da muss ich jetzt erst nochmal so 5 Bretter holen, weil ansonsten wird das nicht schaffen. Oder doch, doch, bitte. Er legt jetzt erst die Bretter da oben drauf. Können wir gleich mal beobachten. So, wo ist er denn? Ja, genau, da hat er die 5 Bretter. Läuft, läuft, läuft. Die sind schon wesentlich schneller als die anderen Bots. Und gerade eben noch. So, die fügt er jetzt alle hinzu. Dann sollte er gleich den Pfahl, den er noch im Moment hat, wieder zurückholen und hinlegen. Perfekt. Und das Ganze macht er, bis er das hier voll ist. Und jetzt ist hier auch ein einfacher Kescher. Der ist fertig. Okay. Dann muss ich den noch einlagern lassen. Die Truhen sind schon wieder alle leer. Ich habe sogar mittlerweile, man kann auch so Bereiche Schildern zuordnen. Hier gibt es zum Beispiel so einen Schildträger. Also ich kann so einen Suchbereich, wo sie halt zum Beispiel einen Baum suchen oder so, kann ich auch so ein Schild zuweisen, der hat dann auch so einen gewissen Bereich. Und wenn sich das Schild bewegt, bewegt sich auch dieser Bereich mit. Das ist ziemlich praktisch. Und so habe ich zum Beispiel mein Baubereich definiert, aber ich habe vergessen, wo jetzt mein Bauschild ist. Ich mache das mal zu, dann läuft es flüssiger.
Wo habe ich denn dieses Bauschild hingetan? Ach du Kacke. Habe ich echt einfach vergessen. Das ist mir noch nicht passiert. Bis jetzt habe ich es mal kurzzeitig vergessen oder verloren, aber ich habe es dann wiedergefunden. Aber ich habe irgendwo ein Schild versteckt. Naja. Ist auch egal. Gut. Ich speichere das jetzt auch mal wieder ab. Habe ich es euch mal kurz gezeigt. So. Geht dann mal wieder ins Hauptmenü. Genau. Das ist Autonauts. Kleines, witziges Spiel, das ziemlich süß ist. Es gibt keine Feinde. Man kann einfach vor sich hin spielen und es passiert nichts Schlimmes. Außer man hat Mist gebaut, aber dann ist man selber dran schuld. Ja. Mehr gibt es nichts zu sagen. Es gibt auch ein paar weitere Streams heute. Beziehungsweise nicht heute. Heute gibt es nur noch einen weiteren Stream. Witcher, 23 Uhr. Also geht sogar gleich weiter nach einer kurzen Pause. Ansonsten gehen bestimmt die Mädels nach dem Witcher-Stream noch drauf ein, was sonst noch die Woche kommt, weil ich habe da absolut den Überblick verloren, weil da schon noch ein bisschen was kommt die Woche. Außer einer der Chat-Moderatoren weiß es besser. Und ist schneller. Oh, Plan, genau. Kommende Woche. Montag, 21 Uhr Magic Monday. Ach, das ist ja auch schon. Da muss man immer aufpassen. Ja, es gibt nächste Woche Montag wieder Magic, aber zuerst sind wir hier Mittwoch. Da kommt noch Witcher. Am Donnerstag kommt um 19 Uhr Animal Crossing. Ich glaube, das spielen sie sogar zu viert oder zu fünft. Ich weiß es nicht ganz genau. Da haben sich auf jeden Fall ein paar Leute zusammengefunden, die es zusammen spielen wollten. Und um 23 Uhr morgen gibt es noch Dead Space 2 mit Anton. Der will das Spiel wohl auf dem Ultra-Hardcore-Modus spielen. Hat gemeint, er bräuchte 8 Stunden. Und er würde sehr hart frustrieren. Lohnt sich bestimmt auch da mal reinzuschalten und zu sehen, wie er sich in sich selbst auflöst. Genau, Twitch müssen wir noch kritisieren und die Technik loben. Genau, Dankeschön an die Mods, die mit dabei waren. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch den Stream geschaltet hat, aber natürlich auch an die Person. Und die weiteren Leute, die Lust hatten, ein bisschen zuzugucken bei diesem kleinen feinen Spiel. Nee, ich glaube, Anton will keine 8 Stunden am Stück streamen. Ich glaube, der wollte einfach mal anfangen. Der muss am nächsten Tag auch noch arbeiten. Ach, bei Animal Crossing sind sie sogar gerade zu 6. Okay. Cool. Crazy. Weiß ich gar nicht, wie man das macht. Ich habe Animal Crossing gar nicht gespielt. So ist das, wenn man keine Switch hat. Ich weiß nicht, vielleicht macht Anton, weiß nicht, ob der mehrere Parts macht, aber der wird, glaube ich, keine 8 Stunden streamen. Das hält ja, glaube ich, nicht aus. Das ist ein bisschen viel. Naja. So. 22:29 Uhr. Nach Ende. Schönen Abend noch. Man sieht sich vielleicht später noch im Chat. Und ansonsten noch eine schöne Woche und bis bald.